leider da unten schon Display auf, also okay, das steht jetzt ein bisschen hier. Tunt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Idee mit diesem Brunch ist offensichtlich zu gut angekommen. Es fällt schwer, damit aufzuhören, daher sind noch ein paar Kameraden und Damen draußen. Ich darf mit dem Oberst Unger unseren Cyber-Experten vorstellen, der ein Panel für uns zusammengestellt hat. Mir ist dieses Panel, ich versuche ein bisschen Dramaturgie zu betreiben, und das, was am Freitag der Konferenz kommt, ist eher ein Höhepunktprogramm. Weil ich so mit den Abwanderungstendenzen versuche, am Freitag nur einige Highlights hineinzubringen und daher Cyber. Ich glaube, dass Cyber, die gesamte Cyberdomain, eine absolut richtungsweisende Fähigkeit, Aktivität für Streitkräfte jeglicher Provenienz ist, und mit wie viel Expertise und Engagement sowas betrieben wird, ist ein ganz wesentliches Zeichen für die Qualität und die Fähigkeit zur Ausrichtung von Streitkräften. Daher bin ich froh, dass in so bewährte Hände legen zu dürfen wie in die des Oberst Unger. Und ich habe also natürlich, Männer werden, wie die Damen sicher bestätigen können, nie erwachsen, spielen immer. Und diesen Kameraden, den Sie hier auf dem Tisch stehen sehen, das ist für mich so jetzt schon ein bisschen ein Fanal. Das ist die Frage, man sagt, natürlich kann man es auch als Spielerei sehen. Wenn man aber sieht, was also Lastenroboter, Roboter zum Bergen von Verwundeten, wirklich leisten, wo der Mensch einfach nicht mit, das ist einfach nicht ökonomischer, sondern das sind Dinge, die der Mensch in diesem Leistungsproblem überhaupt nicht leisten kann. Und ich sage, wenn, ich bin also als Bastler sehr von dieser Raspberry Pi Idee durchdrungen, also ein kleiner Rechner, 1 Gigahertz, früher hat man in Marktzeiten, glaube ich, an die 1000 Mark für so einen Rechner gezahlt, das sind in Zigarettenschachtelgröße, kostet um die 27 Euro und man kann spielerisch einen Computer nehmen, in dem man mechatronisch bis zu CNC-Maschinen selber basteln kann, und man erlernt spielerisch, wie Roboter, wie autonome Autos im Prinzip funktionieren. Und ich glaube, wenn wir solche Dinge auch bei der Truppe einführen, um diese Hemmschwelle zu der neuen Technologie abzubauen, ist das gar nicht mit Gold aufzuwiegen, und daher sehe ich diesen Kameraden als ein Zeichen in diese Richtung. Herr Oberst, das Pendel gehört dir. Ich darf dich und deine Herren um die Abhaltung eures Vortrags ersuchen. Dankeschön. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Naro, ich bin ein humanoider Roboter und heute Ihr Moderator. Da staunen Sie aber, nicht wahr? Ich kann nämlich sprechen, singen, musizieren, tanzen, gehen, mich hinsetzen und amüsante Sketches vorspielen. Ja, das digitale Zeitalter hat zweifellos begonnen. Nun begrüße ich aber auch noch meinen Co-Moderator,
Herzlich willkommen, Herr Oberst des Generalstabes, Magister Walter Unke. Bitte um Ihren Applaus. Vielen Dank, Nao. So einfach geht's, ne, da mal schnell zu einem Applaus zu kommen. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich bin normalerweise, sprich rund um die Uhr, für die Leitung des Cyberverteidigungszentrums im Abwehramt des Bundesheeres zuständig. Und wenn wir das erste Mal Cyberverteidigung gesagt haben, haben wir gesagt, was bedeutet denn das, einen Raum, einen Cyberraum, einen virtuellen Raum zu verteidigen? Und darüber denken wir jetzt schon jahrelang nach. Und dort und da haben wir schon gute Ideen. Ich freue mich daher, so wie der Herr Brigadier gesagt hat, Cyber ist also bewusst am Freitag angesetzt worden, nach so vielen exzellenten Vorträgen die ganze Woche. Der Höhepunkt zum Schluss, das ist ganz nach meinem Geschmack und ich freue mich, dass ich das Panel hier moderieren darf mit extrem hochrangigen Sprechern, die nur ganz selten zusammenzubringen sind in der Zusammensetzung. Ich darf daher gleich als erstes Herrn Generalleutnant außer Dienst, den Präsidenten der Clausewitz-Gesellschaft, Kurt Herrmann, begrüßen und ihn kurz vorstellen. Kurt Herrmann hat eine Fliegerkarriere in der Deutschen Bundeswehr begonnen, dann ein entsprechendes Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Fachhochschule der Luftwaffe und Informatik an der TU in München absolviert und abgeschlossen, 81 bis 83 die Generalstabsdienst- und Admiralstabsdienstausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg abgeschlossen und dazwischen und danach zahlreiche Truppenverwendungen als Staffelchef, Regimentskommandeur, stellvertretender Divisionskommandeur, Chef des Stabes der ersten Luftwaffendivision. Und er war dann der erste Kommandeur, ganz besonders wichtig für den Cyberbereich, des Kommandos strategische Aufklärung und Stellvertreter des Streitkräfte-Führungsunterstützungskommandos. Weiters, wie es in Deutschland übrig ist, zahlreiche Stabsverwendungen von sehr gering hohen Stäben bis zu den ganz höchsten und an der Spitze nach einer dreijährigen Zeit als Liaison Mission Chef in Russland war er bei der NATO Director of NATO Communication and Information System Services Agencies und wenn ich mich recht erinnere, damit verantwortlich für die NATO-Cyberstrategie in diesem Bereich, die er entsprechend mit beeinflusst und verantwortet hat. Herr General, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und ich darf den Nao bitten, Sie auf die Bühne zu holen. Und nun darf ich auch den Präsidenten der Clausewitz-Gesellschaft begrüßen und als ersten Keynote-Speaker auf die Bühne bitten, Herrn Generalleutnant Kurt Herrmann. Herr Präsident, ja, mein ganz herzlichen Dank an die beiden Moderatoren für diese sehr freundliche Begrüßung und Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht fehlt ein kleiner Punkt noch aus der Vita. Ich hatte die Ehre und Freude, vor einigen Jahren in meiner damaligen Funktion als Direktor der NATO CIS Services Agency gemeinsam mit dem damaligen Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, dem Botschafter Iglodi, auch einen Besuch in Wien zu machen. Und dieser Besuch galt damals auch dem Cyber oder der Cyberverteidigung. Und ich erinnere mich daran noch sehr gut. Wenn ich heute zu Ihnen spreche über strategisch-operative Aspekte der Willensbeeinflussung im Cyber- und Informationsraum, dann möchte ich mich gerne beziehen auf den gestrigen Vortrag auch von General Schmiedle, denn er, glaube ich, hat uns in hervorragender Weise schon mal so eine allgemeine Einstimmung dazu gegeben. So, jetzt muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin nicht vorne vorschlagen. Sonst sage ich einfach Nächsten. Okay, also
Meine Damen und Herren, Gewaltanwendung zur Beeinflussung des gegnerischen Willens oder zur Durchsetzung des eigenen Willens kann heute sowohl durch den Einsatz kinetischer Waffen als auch durch Mittel des Cyberinformationsraums erfolgen. Und in meinem Referat möchte ich deshalb einigen Fragen nachgehen. Zunächst einmal, welche passiven und aktiven Potenziale, Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Willensbeeinflussung sind heute im Cyber- und Informationsraum, dem sogenannten CIR, verfügbar? Und ich werde künftig diesen Begriff oder die Abkürzung CIR verwenden für den Cyber- und Informationsraum, weil ich glaube, beides gehört gerade strategisch unmittelbar zusammen. Natürlich dann die Frage, welche Perspektiven sind zu erwarten und welche Anforderungen. Klaus, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Scheint nicht zu gehen. Also die letzte Frage, welche Anforderungen an Strategien für die Integration der operativen Domäne Cyber- und Informationsraum in eine gesamtstaatliche, multinationale, vernetzte Verteidigung sind zu berücksichtigen und welche spezifischen Schwerpunkte sind dabei zu bilden? Meine Damen und Herren, Clausewitz versteht die Theorie des Krieges als schwebend zwischen drei Tendenzen und fasst das in seinem bekannten Modell der wunderlichen Dreifaltigkeit zusammen, wobei ja vorhin auch erwähnt wurde, eine Art vierte Tendenz, nämlich die Wirtschaft. Ich würde sie einfach einbeziehen in den Gesamtbereich Gesellschaft und Bevölkerung. Okay. Jetzt sind wir bei Nummer 4. Gut, okay. Noch bis nach eins zurück. Nein. So, das waren die Themenschwerpunkte, die ich genannt habe. Dann hatte ich erwähnt, warum geht das? Ja, das Modell ist Ihnen bekannt, dieses Modell der wunderlichen Dreifaltigkeit. Und angesichts der heute verfügbaren Mittel und Möglichkeiten des CIR haben sich vor allem die zeitlichen Kriterien und die spezifische Dosierung, aber auch die potenzielle Dimension von Ausmaß und Wirkung auf die Prozesse in vorher ungeahnter Weise erweitert und zugleich dramatisch verschärft. Die Zielgruppen für CIR-Operationen zur Willensbeeinflussung gegen einen Staat können im Grunde alle kritischen Institutionen, alle kritischen Infrastrukturen sein. Und einige markante Einflussfaktoren für Kriege oder gewaltsame Auseinandersetzungen sind hier in der Abbildung angedeutet. Ich möchte aus Zeitgründen nicht auf einen eingehen. Vielleicht können wir das anschließend in der Diskussion noch ein bisschen vertiefen. Entscheidend ist, dass der CIR eigentlich in sehr komplexer Weise alle Prozesse eines Krieges durchdringt oder eines gewaltsamen Konfliktes. Und mit geeigneten, spezifisch und gezielt eingesetzten Mitteln, das CIR kann in individueller und geschickter Form Einfluss auf die Willensbildung in den Prozessen zur Lagebeurteilung, zur Entscheidung und zur Planung genommen werden. So. Diese alle Lebensbereiche durchdringende CIR hat nahezu unbegrenzte positive Fähigkeiten und Anwendungsmöglichkeiten geschaffen und zugleich sind jedoch erhebliche Verwundbarkeiten und Gefahren entstanden. Ich denke, das ist Ihnen allen gut bekannt. Deshalb habe ich hier nur einige Charakteristika versucht aufzunehmen in dieser Abbildung. Nochmal, die spezifische Brisanz von Risiken und Bedrohungen im CIR liegt darin, dass die Gefährdungen in kürzester Zeit unmittelbar, massiv und grenzüberschreitend auf Entscheidungs-, Führungs- und Steuerungsprozesse in allen Bereichen und auf allen Ebenen von Politik, Verwaltung, Sicherheitskräften, Unternehmen einwirken können. Dabei kann bei CIR-Angriffen relativ leicht und schnell die Schwelle zu einer Bedrohung von wahrhaft strategischer Dimension überschritten werden. In Kriegen und gewaltsamen Konflikten ist normalerweise mit situationsbedingten Überraschungen oder hinderlichen Unwägbarkeiten, Friktionen im clausewitzischen Sinne, zu rechnen. Und das sowohl hinsichtlich der Zeit als auch der Konzentration von Kräften und Mitteln. Das heißt, im CIR haben sich damit völlig neue Dimensionen erschlossen. CIR-Operationen können nämlich fast ohne Vorwarnzeit ausgeführt werden, mit Potenzial zur globalen Machtprojektion und natürlich auch der Fähigkeit zur äußerst schnellen oder unvorhersehbaren Schwerpunktbildung von entsprechenden Wirkungsmöglichkeiten. Für eine Auswahl gängiger Cyber-Angriffsmittel, Techniken und Verfahren, ich glaube, das ist weitgehend bekannt, ich habe sie hier nochmal versucht, einfach zur Erinnerung darzustellen,
entscheidend, und das hat auch gestern Robert Schmidtle schon erwähnt, sie sind heute relativ leicht und kostengünstig zu erwerben. Und es ist zu befürchten, dass Angriffsfähigkeiten im SIR sich immer mehr zu einem strategischen Instrument zwischenstaatlicher Konfliktaustragung und ebenfalls zu wesentlichen, auch strategisch bedeutsamen Mitteln auch in asymmetrischen Konflikten entwickeln. Es geht zu schnell. Ja, die Vielfalt potenzieller Akteure und ihrer Motive ist nahezu unübersehbar. Da Angreifer im SIR in aller Regel eine mehrstufige, indirekte Vorgehensweise zur Anonymisierung oder Verschleierung wählen und stets versuchen werden, ihre Spuren durch komplexe Tarn- und Täuschmöglichkeiten zu verwischen, sind sie nur schwer zu fassen. Das heißt, das grundlegende Problem ist dann die Attribution im SIR, also die Erkennung, Identifizierung und Zuordnung. Und dafür, zumindest nach meiner Kenntnis, haben wir bisher noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden. Massive Breitenwirkung und Sättigungseffekte lassen sich zudem vor allem mit Automaten, nennen wir es Social Bots, erzielen. Die Gewährleistung von Sicherheit im Cyberinformationsraum und damit die Abwehr von ungewollter Willensbeeinflussung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die eigentlich alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt. Auf das gesamte breite Spektrum präventiver Maßnahmen zur Sicherheitsvorsorge einzugehen, das würde den zeitlichen Rahmen hier sprengen. Im Folgenden sollen deshalb nur einige ausgewählte verteidigungspolitisch relevante Aspekte beispielhaft erörtert werden. Vorrangiges Ziel von Abwehr oder Verteidigung. Wenn ich von Abwehr spreche, dann spreche ich eher von den zivilorientierten Anteilen der Cybersicherheit. Verteidigung ist dann eher der militärisch relevante Teil. Also vorrangiges Ziel ist es, das Eindringen von Schadsoftware in Netze, Systeme oder Anlagen zu verhindern. Und wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Abwehr oder Verteidigung bestehen darin, eine hinreichende Frühwarnfähigkeit zu erlangen und natürlich auch eine hohe Widerstandsfähigkeit oder nennen wir es einfach Resilienz der zu schützenden kritischen staatlichen Infrastrukturen, Einrichtungen und Prozesse zu erreichen, aber auch nachhaltig zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, es ist anzunehmen, dass die Fähigkeiten potenzieller Gegner im SIR bis zu ihrem Einsatz verborgen bleiben werden. Und da es sich bei der IT-Technologie in weitem Umfang um eine Technologie mit doppeltem Verwendungszweck handelt, ist eine sich dynamisch entwickelnde Verbreitung von Fähigkeiten im SIR praktisch unvermeidlich. Daher stellt die Schaffung und die Entwicklung einer angemessenen Frühwarnfähigkeit, aber auch einer entsprechenden Reaktionsfähigkeit im SIR weiterhin eine besondere Herausforderung dar. Und die Attributionsproblematik habe ich ja bereits erwähnt. Letztlich wird man nur in kooperativen Lösungsansätzen mit vertrauenswürdigen Partnern die notwendigen Frühwarn und auch die notwendigen forensischen Fähigkeiten erzielen können. Grundsätzlich ist im SIR eine gestaffelte Abwehr in der Tiefe vorzusehen. Und dabei sind geeignete Kombinationen aus Taktik, Technik und Verfahren zu wählen. Die komplexen Abwehrsysteme bestehen deshalb aus Organisationsstrukturen, aber auch Technologien und natürlich Prozessen. Und bei der Analyse von Cyberangriffsversuchen oder tatsächlichen Angriffen im SIR spielt nicht zuletzt der häufig schon erwähnte Zeitfaktor eine erhebliche Rolle. Bisherige Analysefähigkeiten der Cyberforensik sind höchst komplex und benötigen immer noch relativ viel Zeit. Leistungsfähige, zuverlässige Forensikwerkzeuge, die in Echtzeit oder online eingesetzt werden können und nahezu zeitverzuglos Ergebnisse liefern, stehen derzeit zwar noch nicht zur Verfügung, intensive Bemühungen sind jedoch im Gange. Ähnliche Herausforderungen bestehen bei der Erkennung und Identifizierung von gefährdeten Informationsoperationen, zum Beispiel Fake News. Hohe Erwartungen richten sich hinsichtlich der notwendigen Analysefähigkeiten unter anderem an die technischen Fortschritte bei der ehrgeizigen Entwicklung von Supercomputern und von künstlicher Intelligenz. Für Informationsoperationen, ich denke, da wird Dr. Schmidt anschließend stärker darauf eingehen, sind die Fähigkeiten sozialer Medien höchst bedeutsam und wichtig. Und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz oder leistungsfähigen Algorithmen, Beispiel Social Profiling, bieten sie Möglichkeiten, spezifische, auch große Bevölkerungsgruppen schnell zu erreichen und gegebenenfalls massiv oder auch spezifisch zu beeinflussen. Die dabei erkennbaren Wirkungsmöglichkeiten übersteigen heute bei Weitem die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die man bei psychologischer Kriegsführung früherer Zeiten kannte und einsetzte. Und die im SIR erreichbare Eskalationsdominanz
und Informationsüberlegenheit verschafft dem Angreifer einen strategisch relevanten Vorteil bei der direkten Beeinflussung des Willens seines Gegners. Allerdings verlangen auch die hierzu notwendigen politischen Entscheidungen ebenfalls einen festen Willen zur Durchsetzung entsprechender Maßnahmen, aber auch zur Kalkulation der damit verbundenen Risiken. Von hoher Dringlichkeit wird es sein, im Falle erfolgter Angriffe sehr rasch eine angemessene, umfassende und hinreichend zuverlässige Schadenserfassung und Bewertung zu erstellen und daraus resultierend geeignete Schutzabwehr- und Verteidigungsmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen. Diese Maßnahmen können natürlich von kinetischer, von nicht kinetischer, aber auch von gemischter Art sein. Deshalb hat die Anforderungen und die Bedingungen moderner Sicherheitspolitik radikal verändert. Und inzwischen ist der CIR als die fünfte operative Domäne der Sicherheitspolitik und Kriegsführung etabliert, gleichberechtigt mit den Domänen Land, Luft, See und Weltraum. Und wenn ich das sage, dann gilt das insbesondere auch für die NATO, denn die hat auch anerkannt den CIR als neue operative Domäne. Insbesondere in hybriden Bedrohungsszenarien können SEER-Operationen zur Beeinflussung von Willen von Opponenten sehr speziell eingesetzt werden. Und dabei verwischen sich vor allem auch die Grenzen zwischen Bedrohung von außen und innen. Ich glaube, SEER ist eigentlich der Raum, der operative Raum, die Domäne, wo äußere und innere Sicherheit so eng zusammenspielen wie bei kaum einem anderen Bereich. Und um den Risiken und Bedrohungen aus dem CIR wirksam zu begegnen, sind folglich ganzheitliche sicherheitspolitische Ansätze erforderlich. Und Sicherheit durch Abwehr und Verteidigung im CIR sind somit, dazu sind einschlägige Prozesse zur Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit auch tatsächlich zu integrieren. Und darauf komme ich nochmal zurück. Die im CIR verfügbaren Mittel sind zunehmend leichter und kostengünstiger verfügbar. Ich habe das erwähnt. Das heißt, im Verhältnis der Kosten zu den Mitteln erweist sich der CIR mit seinen nahezu unbegrenzten Ressourcen als äußerst effektiv, strategisch relevant und besonders effizient, um politisch definierte Ziele oder strategische Ziele zu erreichen. Folglich werden die operationellen Mittel des CIR, insbesondere als integrale Bestandteile von hybriden Bedrohungen, die Zielmittel oder auch die Kosten-Nutzen-Rechnung in Konflikten und Kriegen erheblich verändern. Die Glaubwürdigkeit und Erfolgswahrscheinlichkeit einer Strategie hängt sowohl von der Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der notwendigen Ressourcen als natürlich auch vom Willen ab, diese Ressourcen im äußersten Falle auch tatsächlich einzusetzen und zur Wirkung zu bringen. Damit komme ich zu der Frage, welche konkreten Fähigkeiten und Mittel mit strategisch relevantem Potenzial zur Beeinflussung von sicherheitsrelevanter Willensbildung im CIR in Betracht zu ziehen sind. Und angesichts der ungebrochenen dynamischen Entwicklung des Internets of Things, der künstlichen Intelligenz, der Massenverarbeitung, der Robotik und der Systeme mit autonomen Fähigkeiten sind Risiken und potenzielle Gefährdungen im CIR zu verzeichnen, die unglaublich schnell, grenzüberschreitend, mit Schadenspotenzial von strategischer Dimension zum Einsatz kommen können. Darauf habe ich bereits eingangs hingewiesen. Aber nicht nur den Angreifern stehen im CIR vielfältige und höchst leistungsfähige Mittel oder Werkzeuge heute relativ leicht und günstig zur Verfügung. In gleicher Weise trifft das grundsätzlich auch auf die Abwehr und Verteidigung zu. Allerdings sind gerade im CIR etliche Vorteile auf Seiten des Angreifers, unter anderem das Überraschungsmoment wegen fehlender Frühwarnfähigkeit, die hohe Flexibilität, also die Vielfalt der Mittel und die rasche, kaum vorhersehbare Schwerpunktbildung. Gesamtstaatliche Abwehr- und Verteidigungsmaßnahmen im CIR, insbesondere zum Schutz kritischer Infrastrukturen oder zur Stärkung ihrer Resilienz, müssen deshalb frühzeitig eingeleitet und wirksam umgesetzt werden. Den präventiven Schutz- und Sicherungsmaßnahmen wie der Systemhärtung und Erhöhung der Resilienz ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Und auch hier wird künstliche Intelligenz, also KI-Technologie, eine besondere Bedeutung beizumessen sein. Nicht nur die hart- und softwaremäßige Härtung von Systemen, sondern auch die umfassende Aufklärung, Schulung und letztlich die psychische Härtung der Nutzer gegen subtile Willensbeeinflussung sind dringend erforderlich und Dr. Schmidt, vielleicht gehen Sie auch darauf ein. Ja. Die Vielfalt und immense Leistungsfähigkeit der bereits heute verfügbaren und künftig zu erwartenden Kräfte, Mittel und Verfahren im CIR für gezielte und präzise dosierbare Willensbeeinflussung in allen staatlichen, gesellschaftlichen, aber auch privaten Bereichen sind gewaltig. Diese sicherheits- und verteidigungspolitisch effizient zu nutzen, erfordert neuartige strategische Konzepte. Und dabei gilt es, alle sicherheitsrelevanten Strukturen zu berücksichtigen
und sie im Sinne einer gesamtstaatlichen Aufgabe und Verantwortung in einen vernetzten, vollständig integrierten Gesamtansatz einzubinden. Die Führungsstrukturen und die Führungsstrukturen und Prozesse aller relevanten Ebenen und Bereiche sind daher dabei, an die spezifischen Kriterien der effektbasierten oder des effektbasierten Einsatzes aller verbundenen Systeme anzupassen. Ich habe hier mal versucht, so eigentliche Möglichkeiten und Grenzen etwas strukturiert darzustellen, ohne jetzt auf alle einzugehen. Und Sie sehen, ich gehe davon aus, dass im SIR sowohl passive, also aktive oder nennen wir es auch offensive Fähigkeiten erforderlich sind, um die entsprechende auch taktische Flexibilität zu bewahren. Ich möchte jetzt nicht auf alle einzeln eingehen. Ich denke, die meisten Begriffe sind Ihnen geläufig und auch bekannt. Aber entscheidend ist, die aktiven Verteidigungsfähigkeiten sollten insbesondere zielsicher und skalierbar einsetzbar sein, um unnötige Kollateralschäden oder unkontrollierte Eskalation zu vermeiden. Und angesichts der weltweiten Vernetzung im Internet gilt es zugleich, negative Aus- oder auch Rückwirkungen auf die eigenen Infrastrukturen oder die eigenen Potenziale zu verhindern und auszuschließen. Und zudem sind auch im Ziel die Vorgaben oder Begrenzungen des humanitären und des Kriegsfolgerechts zu beachten und einzuhalten. Ich nenne hier nur beispielhaft Exzessverbot, Trennungsgebot, Verhältnismäßigkeit, Verbot heimtückischer Angriffstechniken, aber auch Beachtung des Kombatantenstatus. Und auch da hat gestern Robert Schmitter darauf hingewiesen. Auf die Informationsoperation gehe ich jetzt nicht ein. Ich denke, das wird im weiteren Verlauf noch angesprochen werden. Insgesamt erscheint es mir wichtig und vordringlich, alle verfügbaren Fähigkeiten, Kräfte und Mittel für die Willensbeeinflussung im SIR in einer Gesamtstrategie auszuweisen und den SIR vollständig in alle Planungs- und Durchführungsprozesse von Landes-, Bündnis-, aber auch von Koalitionsverteidigung zu integrieren. Und lassen Sie mich einen Blick werfen noch auf die Führungsstrukturen. Ich denke, es wird wichtig sein, da nicht nur hinreichende Ressourcen bereitzustellen, sondern vor allem im hybriden Umfeld gilt es natürlich, SIR-Angriffe frühzeitig zu erkennen und wirksame Abwehr- oder Verteidigungsmaßnahmen auch zeitverzuglos zu entscheiden und einzuleiten. Dazu bedarf es im Grunde eines permanent besetzten Exekutivgremiums auf hoher politischer Ebene. Und in dieser Institution sollten alle sicherheitsrelevanten Ressorts der politischen Führung und der Regierung vertreten sein. Und sie sollten natürlich stets unverzüglich und umfassend vom Lagezentrum eines SIR-Abwehrzentrums mit allen entscheidungsrelevanten Informationen versorgt werden. Und natürlich ist es klar, dass eine angemessene strategische Operationszentrale im SIR-Abwehrzentrum über Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen muss, um sowohl alle zivilen Abwehr- als auch alle militärischen Verteidigungsmaßnahmen zumindest zu veranlassen und ressortübergreifend zu führen. Bei der gesamtstaatlichen Abwehr oder Verteidigung ist stets eine enge Kooperation im Rahmen entweder von Allianzen oder Unionen, aber auch im Rahmen von Koalitionen geboten. Und ein kurzer Blick auf die Perspektiven. Ich denke, eine anhaltend hohe Entwicklungsgeschwindigkeit oder Evolutionsdynamik im SIR bewirkt, dass der dynamische Zyklus für Sicherheit im SIR, bestehend aus Prävention, Abwehr, Verteidigung, Restitution und Nachsorge, effizient und flexibel anpassbar ausgelegt und ausgestattet werden muss, um höchstmögliche Ausfallsicherheit, kurze Reaktionsfähigkeiten, aber auch rasche Wiederherstellbarkeit natürlich zu gewährleisten. Potenzielle Angreifer dürften auch künftig alle Kräfte und Mittel aufwenden, um sich für erfolgreiche Operationen die erforderlichen Vorteile zu verschaffen. Sie verfügen in der Regel über entsprechende finanzielle und technische Ressourcen und werden weitgehend das Tempo des Wettlaufs bestimmen. Für die Verteidiger ist natürlich entsprechend wichtig, dass sie auch rechtzeitig in entsprechendem Umfang investieren in entsprechende Abwehrsysteme. Und das betrifft nicht nur die Hardware, sondern natürlich auch Personal und Ausbildung. Und ich habe es erwähnt, effiziente multinationale Kooperation ist eigentlich das Gebot der Stunde. Die Implementierung kooperativer Sicherheits-, Abwehr- und Verteidigungsstrukturen im SIR, aber auch die Umsetzung oder erfolgreiche Anwendung der entsprechenden Operationspläne im Bedarfsfall gelten als Grundvoraussetzung. Und wir haben das häufig diskutiert, auch in anderen Zirkeln, von sogenannten Contingency Plans oder entsprechenden Cyber Contingency Plans, wie wir sie früher auch in der Allianz hatten, für bestimmte Regionen. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde.
Intensive Abstimmung und bindende Vereinbarung für wechselseitige vertrauensvolle Zusammenarbeit sind ebenfalls notwendig. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bedürfen in hohem Maße politischer Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung. Ein gemeinsames Verständnis der potenziellen Gefahren, aber vor allem der eigenen Fähigkeiten, sind dafür entscheidende Voraussetzungen. Letztlich, ich wiederhole es gerne nochmal, bedarf es nicht nur einer Gesamtstrategie, sondern vor allem auch eines festen gemeinsamen Willens, die Domäne SIR zur Durchsetzung des eigenen politischen Willens im Krieg oder gewaltsamen Konflikt effektiv und effizient zu nutzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld und stehe für Fragen an Stellen später gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Und den Herrn Major Magister Daniel Wurm vom Bundesministerium für Landesverteidigung. Ja, herzlichen Dank, Herr Generalleutnant, für diesen Schnelldurchlauf durch das Thema Cyber. Kritisch das Thema Strategie und Wille zu hinterfragen. Und für uns stand dabei der religiös, kulturell bzw. interkulturelle und werteorientierte Aspekt im Vordergrund. Mhm. Insbesondere sollten dabei emotionale, intuitive und moralische als nächsten Sprecher den Herrn Dr. Schmidt vorstellen, der ist derzeit Direktor Strategie und Defense des Europäischen Zentrums für die Abwehr von hybriden Bedrohungen in Helsinki. Der Herr Dr. Schmidt hat seine Karriere in den Streitkräften in Deutschland begonnen und dort verschiedenste Funktionen in verschiedenen Organisationen inne gehabt und war auch auf verschiedenen Missionen unterwegs, sowohl für die deutschen Streitkräfte als auch im Rahmen der NATO, als auch im akademischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich. Von 2014 bis 2018 diente er in der politischen Abteilung des Deutschen Ministeriums für Verteidigung. In der akademischen Arbeit fokussiert er sich vor allem auf die Kriegstheorie. Unter anderem hat er publiziert zum Thema hybride Kriegführung in Vietnam, Strategie und das Zentrum, das Center of Gravity der Entscheidung. Und The Hybrid Phase of War in the 21st Century. Herr Dr. Schmidt, ich darf Sie um Ihre Rede bitten, es sei denn, Nao möchte Sie nicht begrüßen. Ein sogenannter Bitte sehr, es ist mir eine Ehre. Ja, dann hatten wir einen Vortrag von Herrn Professor. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Jetzt versuche ich hier mal weiterzuschalten. Ja. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist mir eine Freude, dass ich hier einige Gedanken mit Ihnen teilen kann. Ich möchte meine Keynote nutzen, um drei Aspekte aus meinem derzeitigen Arbeitsfeld anzusprechen, Ihnen vielleicht in aller Kürze einen kleinen Überblick zu geben über das Hybrid Center of Excellence, weil es eine neue Einrichtung ist, die vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Ich möchte zweitens, und ich will vielleicht hier nochmal betonen, dass ich nicht zu den Cyber-Experten zähle, aber trotzdem versuchen, die Verbindung zum Thema des Panels herzustellen, also die Verbindung zwischen Strategie im Cyberraum und den Herausforderungen durch hybride Bedrohungen, speziell hybride Kriegführung. Und General Herrmann hatte ja schon eine ganze Reihe von Schnittstellen im Grunde genommen aufgezeigt. Und die restlichen Minuten will ich dann ganz kurz dazu nutzen, die Konzeptionalisierung hybrider Kriegführung zumindest anzureißen. Und darauf bezieht sich auch das Handout, das ich hier habe verteilen lassen. Das ist gewissermaßen Hybrid Warfare, das Verständnis in a nutshell.
Ja, das Hybrid Center of Excellence ist aktiv seit knapp 2 Jahren, eröffnet durch die Hohe Vertreterin und den NATO-Generalsekretär im September 2017, gegründet im April desselben Jahres mit der Unterzeichnung des Memorandums of Understanding. Das Ganze zu sehen als eine Maßnahme in Umsetzung von Action Point 4 des Joint Frameworks der Europäischen Union zur Abwehr hybrider Bedrohungen, einem Dokument aus dem Jahr 2016, das der EU Global Strategy gewissermaßen vorausgeht, das aber inhaltlich im Grunde als eine Substrategie oder als ein Umsetzungsdokument der Global Strategy betrachtet werden könnte. Es ist ein einmaliges Konstrukt, denn es ist kein NATO Center of Excellence, sondern ein europäisches, bei dem aber der Gedanke der EU-NATO-Kooperation gewissermaßen in komplementärer Weise jeder mit seinem spezifischen Fähigkeitsprofil von Beginn an eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Deshalb sind auch NATO-Staaten, die nicht EU-Mitgliedstaaten sind, wie die Vereinigten Staaten, Kanada und Norwegen, auch Teil unseres Centers. Aus 9 Gründungsnationen sind mittlerweile 22 Mitgliedstaaten geworden und wir haben die Europäische Union und die NATO mit beratend an Bord, obwohl sie gewissermaßen nicht zu den Trägern des Centers gehören. 3 wesentliche inhaltliche Säulen, damit Sie so ein bisschen sehen, womit wir uns beschäftigen. Wir nennen diese 3 Säulen die sogenannten Communities of Interest. Das ist dem Gedanken geschuldet, dass man das Center, also das Sekretariat in Helsinki, klein halten will, klein und flexibel, und man gewissermaßen netzwerkbasiert arbeitet, sodass also die Expertise, die wir hoffentlich aufbauen, nicht nur am Center, sondern dann irgendwann auch in den Netzwerken verankert sein wird. Und das ist vielleicht auch ein Gedanke, der mich nochmal bewogen und motiviert hat, auch mit dem Format hier von General Peischel Verbindung aufzunehmen und zu sagen, hier könnte man langfristig sicherlich sinnvoll zusammenarbeiten. Die erste Säule, die erste Community of Interest, beschäftigt sich mit Hybrid Influencing, ein Punkt, den General Herrmann aus verschiedener Richtung angesprochen hatte. Diese Säule ist britisch geführt. Das zweite Feld beschäftigt sich mit Verwundbarkeiten und darauf bezogener Resilienzbildung in einem ganz breiten Verständnis. Verschiedene Aspekte kritischer Infrastruktur, Hafensicherheit, Sea Lines of Communication bis hin zu Legal Resilience. Dieses Element ist finnisch geführt. Und schließlich Strategy and Defense, das ist mein Verantwortungsbereich. Hier beschäftigen wir uns vor allem mit dem harten Ende des hybriden Spektrums, also mit hybrider Kriegführung im Zentrum, darauf bezogenen Strategieansätzen und Implikationen, die sich daraus für Sicherheitspolitik, Militär und Verteidigung ergeben. Und wir haben weitere Elemente, die im Grunde genommen diese 3 Säulen auch unterstützen sollen, eine kleine Research-Komponente und gerade ganz neu im Aufbau ein Feld, das sich mit Exercises beschäftigen soll. Letzteres ist US geführt, Research Finish. Insgesamt verfolgt das Center einen 360-Grad-Ansatz. Natürlich war der Katalysator für das Ganze war natürlich die hybride Kriegführung in der Ukraine. Ohne diese hätte es das Joint Framework und ohne dieses wiederum Maßnahme 4 und den Vorschlag eines solchen Centers nicht gegeben. Von daher kann man sagen, das war sicherlich der Katalysator und die wesentliche Inspiration. Aber mit 22 Mitgliedstaaten mittlerweile kann man sich vorstellen, blicken sehr viele Mitgliedstaaten auch in andere Richtungen, also nicht nur nach Osten, sondern auch nach Süden. Und man muss ja auch innere Gefahren mitdenken. Das Center arbeitet auf der Basis offener Quellen, verfolgt einen akademisch basierten Ansatz. Das ist im Grunde genommen auch ein Alleinstellungsmerkmal, auch zur Unterscheidung mit anderen Einrichtungen, die sich ebenfalls mit hybriden Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel der Hybrid Fusion Cell der Europäischen Union, die wiederum Intel-basiert arbeitet. Und schließlich ist das Center auf einen europäischen Fokus verpflichtet. Das vielleicht mal ganz kurz, um einfach nur das Center vorzustellen. Ich komme zweitens auf die Verbindung zwischen dem Thema des Panels Cyber und dem Kontext hybrider Bedrohungen und vor allem hybrider Kriegführung.
Ich will vielleicht mit dem Statement beginnen. Hybride Formen der Kriegführung sind natürlich ihrem Wesen nach nicht neu. Sind im Grunde genommen so alt wie die Kriegsgeschichte und man muss nicht den Trojanischen Krieg bedienen, um gute und anschauliche Beispiele zu finden oder auch schlechte Beispiele zu finden. Nicht neu bedeutet jedoch nicht, dass es hier nichts zu tun gäbe oder dass wir schon ein ausreichendes Verständnis der ganzen Problematik hätten. Und es kommt hinzu, nicht neu im Wesen bedeutet natürlich auch nicht, dass die Erscheinungsformen nicht in jedem Einzelfall wieder neu und sehr überraschend sein können. Und eine Besonderheit des Hybriden ist ja gerade die kreative Gestaltbarkeit. Jetzt sind wir hier offensichtlich in die falsche Richtung gesprungen. So, jetzt sind wir wieder bei der Frage, in der richtigen Reihenfolge. Die Frage ist natürlich, was hat sich geändert? Grundsätzlich neu kann man sagen, sind im Kontext hybrider Kriegführung oder hybrider Konflikte zwei Faktoren, die diese Methoden wiederum in jüngster Zeit in besonderem Maße begünstigen, stärken und damit ihre Handlungsreichweite und die Handlungsreichweite ihrer Akteure signifikant vergrößern, damit auch die Erfolgsaussichten vergrößern. Und das wiederum führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer offensiven Anwendung entsprechend zunimmt. Und diese zwei Faktoren sehe ich erstens in dem Faktor Globalisierung und den damit verbundenen dramatisch gesteigerten Konnektivitäten, die wiederum vielfältige zusätzliche Anknüpfungspunkte für hybrides Agieren bieten. Zweitens und eng damit verbunden sind es neue Technologien, insbesondere die Technologien des Informationszeitalters, angefangen von der Digitalisierung, dem Internet, sozialen Medien und natürlich dem bereits thematisierten Cyberraum, die zum Teil diese Konnektivität überhaupt erst ermöglicht haben. Und der Cyberraum spielt hier mit Blick auf beide Faktoren eine ganz besondere Rolle. Denn mit dem Cyberraum, wie es General Herrmann angesprochen hatte, haben wir im Grunde genommen eine neue strategische Domäne geschaffen, die gleichzeitig eine sehr spezifische Beziehung zu hybriden Methoden der Kriegführung aufweist, weil sie erstens Ambiguität und verdecktes Agieren in besonderem Maße begünstigt, weil sie zweitens, und Sie hatten das ebenfalls bereits thematisiert, Attribuierung der Teilnehmer als Konfliktpartei entsprechend erschwert und weil sie ganz neue Schnittstellen schafft. Und hybride Akteure neigen dazu, insbesondere im Grauzonenbereich verschiedener Schnittstellen zu agieren und hier eben die zusätzliche Schnittstelle zwischen der realen und der wirklichen Welt. Und schließlich die Verbindung des Cyber- und Informationsraumes, der im Grunde genommen ganz neue Möglichkeiten der Beeinflussung, der Disinformation, der Manipulation, Propaganda oder Subversion ermöglicht. Implikationen daraus sind zum einen, dass hybride Akteure in starkem Maße ertüchtigt werden, dass wir es mit einer erheblich gesteigerten Handlungsreichweite unter anderem auch nichtstaatlicher Akteure oder individueller Akteure zu tun haben. Und das Hybride beginnt ja häufig auch mit der Mischung unterschiedlichartiger Akteure, also dem Zusammenwirken zwischen staatlichen, nichtstaatlichen oder auch pseudostaatlichen Akteuren. Danke. Und durch den Rückgriff auf Internet, soziale Medien kann der Einzelne oder können auch nichtstaatliche Akteure heute ein Propaganda- oder Mobilisierungspotenzial entfalten, das in früheren Zeiten gewissermaßen nur staatlichen Akteuren vorbehalten war. Und es sind auch ganz neue Organisationsformen möglich. Wir können also sagen, dass Globalisierung und neue Technologien heute die Möglichkeit bieten, im hybriden Grauzonenbereich zwischen Krieg und Frieden das zu erreichen, wozu vielleicht die Römer in vergangenen Zeiten noch zwangsläufig die offene Anwendung militärischer Gewalt benötigt hätten. Ich komme daher
zur abschließenden These zu Punkt 2. Krieg im 21. Jahrhundert wird daher in hohem Maße durch hybride Methoden der Kriegsführung geprägt sein. Und es ist daher höchste Zeit, dass wir diesbezüglich auch ein systematisches und konzeptionelles Rahmenkonzept gewissermaßen uns erarbeiten, der uns dann wiederum es ermöglicht, politische und militärische Entscheidungsträger in ihrer Urteilsschulung entsprechend zu unterstützen. Und die Annahme, dass man nun Gewalteskalation oder politische Schadenswirkung durch hybride Methoden zwangsläufig in Grenzen halten könnte, kann sich natürlich schnell als Trugschluss erweisen, denn Ungewissheit, Friktion und auch die Tendenz zum Äußersten sind Wesensmerkmale des Krieges schlechthin, und das gilt dementsprechend auch für die hybride Kriegführung. Und damit komme ich zum dritten Teil meiner Ausführungen, ein ganz kurzer Anriss zur Konzeptionalisierung hybrider Kriegführung. Das ist gewissermaßen der Startpunkt, zu sagen, hybride Kriegführung ist nichts Neues. Es ist das gleiche Chamäleon, von dem auch Karl von Clausewitz schon gesprochen hat, im Hinblick auf die allgemeine Beschreibung von Krieg. Und es ist natürlich Krieg und Strategie gleichzeitig. Es ist nicht primär eine Angelegenheit, die sich ausschließlich unterhalb der Schwelle kinetischer Gewaltanwendung bewegen würde, wie das manchmal ja unterstellt wird. Und es ist auch nicht eine Herausforderung, die man primär auf dem technisch-taktischen Bereich abarbeiten kann, obwohl wir hier natürlich massive Auswirkungen haben, sondern es ist Krieg und es ist vor allem eine strategische Angelegenheit. Drei Kriterien, um hybride Kriegführung im engeren Sinne zu charakterisieren. Grundsätzlich können wir ja sagen, Krieg ist grundsätzlich hybrid, weil wir schon allein in der Verbindung zwischen Krieg und Politik ein hybrides Amalgam haben und natürlich Faktoren wie Diplomatie, die Wirtschaft, Technologie, aber auch Elemente wie Kultur, Legitimität, Moral, Psychologie im Krieg grundsätzlich eine Rolle spielen, sodass man sagen kann, die Involviertheit dieser Elemente manifestiert noch keine Kriegführung, keine hybride Kriegführung im engeren Sinne. Wir müssen also ein bisschen tiefer gehen und vor allem schauen, wie diese Elemente miteinander verbunden sind. Drei Kriterien. Das erste bezieht sich auf das Feld der Entscheidungsfindung. Das zweite auf das Feld der Operationsführung. Und ich spreche hier nicht primär von militärischer Operationsführung. Und das dritte wäre die kreative und hybride Mischung von unterschiedlichen regulären, irregulären Mitteln und Methoden in einer hybriden Orchestrierung. Und lassen Sie mich das vielleicht anhand von zwei Bildern noch einmal deutlich machen. Hier gegenübergestellt zunächst auf der linken Seite das Gegenstück von hybrider Kriegführung. Ich nenne es bewusst nicht konventionelle Kriegführung, sondern militärisch zentrierte Kriegführung, denn im historischen Verlauf wäre es durchaus mal eine interessante Frage zu eruieren, was denn tatsächlich die Regel und was eher die Ausnahme ist. Militärisch zentrierte Kriegführung, die unteren Punkte, ich habe das Handout entsprechend verteilt, beziehen sich auf die Dimensionen im Grunde genommen von Politik über die Wirtschaft bis hin zu kulturellen und militärischen Punkten. Hier haben wir es zu tun mit einer hierarchischen Ausrichtung auf ein Center of Gravity, das darauf ausgerichtet ist, eine militärische Gesamtentscheidung in einem Konflikt, in einem Krieg herbeizuführen. Die Verbindungen und die Muster sehen mit Blick auf hybride Kriegführung, das haben wir an verschiedenen empirischen Beispielen untersucht, völlig anders aus. Hier haben wir die gleichen Kategorien involviert, aber es gibt keine hierarchische Struktur, sondern eine flexible, dynamische Struktur mit einem Center of Gravity, das sich auf verschiedene Räume erstrecken kann und das im Laufe eines Kriegsverlaufes sich auch ändern kann und bei dem auch so etwas wie Cross-Domain-Operations möglich sind. Und ganz kurz vielleicht noch das zweite Bild, das wäre das zweite Kriterium gewissermaßen, nämlich die Feststellung, dass hybride Akteure dazu neigen, insbesondere im Grauzonenbereich unterschiedlicher Schnittstellen zu operieren. Und da haben wir die ganz großen Schnittstellen zwischen Krieg und Frieden und Freund und Feind einerseits. Wir haben aber auch die wichtige Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheit,
zwischen dem militärischen, dem zivilen Bereich, zwischen harten und weichen Elementen, die man nutzen kann, zwischen der virtuellen, der realen Welt und natürlich auch zwischen Wahrheit und Propaganda. Und durch das Operieren im Grauzonenbereich solcher Schnittstellen gelingt es hybriden Akteuren regelmäßig Ambiguität zu erzeugen und dadurch gelingt es ihnen gewissermaßen dann auch ihre die Attribuierung als Konfliktpartei zu erschweren. Das Ganze zielt darauf ab, die Entscheidungsfindungsprozesse des Gegners zu paralysieren und seine Handlungsoptionen entsprechend einzuengen und natürlich im Endeffekt die Verwundbarkeiten zu treffen. Das dritte Element, das kommt hier zum Ausdruck in dem Schweizer Taschenmesser, das gewissermaßen das Messer als solches, als kinetisches Element beinhaltet, das aber vielleicht noch 25 andere Elemente, weiche Elemente beinhaltet und die so kombiniert werden, dass damit passgenau an verschiedenen Schnittstellen operiert werden kann. Und um ganz kurz hier vielleicht nochmal das abschließende Bild hier, der Versuch, alles in einer Abbildung zusammenzufassen, deutlich zu machen, die Kombination hybrider Mittelmethoden kein Selbstzweck, dient dazu, an den Schnittstellen zu operieren. Operationen im Schnittstellenbereich ebenfalls kein Selbstzweck, sondern darauf ausgerichtet, gewissermaßen das Center of Gravity auf ein Feld zu verlagern, bei dem eigene Stärke auf die Schwäche des Gegners trifft. Zwei empirische Beispiele. Wenn Sie mich fragen, was ist ein Archetypus hybrider Kriegführung, dann komme ich zum zweiten Indochina-Krieg. Gegenstück wäre gewissermaßen so etwas wie Falkland 82 oder Golf 91. Das wären die Reihenformen gewissermaßen von militärisch zentrierter Kriegführung. Und natürlich hat das Ganze wesentliche Implikationen für Sicherheitspolitik, Militärverteidigung. Hier will ich nur eine ansprechen, nämlich die, die im Grunde genommen auch eine gewisse Paradoxie beinhaltet, nämlich die Tatsache, dass hybride Kriegführung uns in besonderem Maße daran erinnert, an die Relevanz von symmetrischer Kriegführungsfähigkeit, denn das kann schlicht und ergreifend ein Element hybrider Kriegführung oder einer hybriden Gesamtstrategie sein. Und lassen Sie mich abschließen mit dieser Reflexion, warum wir uns als friedliebende Nationen mit Kriegsstrategie und damit auch mit hybrider Kriegführung beschäftigen sollen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. So, herzlichen Dank, Herr Dr. Schmidt, für diese Einführung. Ich darf nunmehr die weiteren Podiumsteilnehmer begrüßen und sie auf die Bühne bitten. Zunächst darf ich vorstellen den Delegierten für Cyber Defense des Schweizer Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Oberst im Generalstab Gérald Vernier. Gérald Vernier hat Geologie und Meteorologie studiert, eine Karriere im Bauwesen und Risikomanagement gemacht und 1996 zum VBS, ins Verteidigungsministerium, zur Untergruppe Operationen gewechselt. In der Folge hat er verschiedenste Dinge ausgeplant, diverse Cyberkonzepte entwickelt für die Armee, für das VBS und in der gesamtstaatlichen Konzeption. Parallel dazu absolvierte er auf der ETH Zürich ein Masterstudium in Security Policy and Crisis Management. 2011 wurde er stellvertretender Direktor für die Schaffung der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken. 2013 kehrte er in die Verteidigungsgruppe zurück als Delegierter des Chefs der Armee für Cyberdefense und übernahm den Bereich 2015, ob 2016 Stabschef der Taskforce des VPS zur Behandlung des Cyberangriffs gegen die Firma RUAG. Seit 2017 Delegierter für Cyber Defense. Ja, als Generalstabsoffizier hat er auch ein Gebirgsinfanteriebataillon und den Stab einer Gebirgsinfanterie geführt. Außerdem ist er Mitglied der Schweizer Akademie der Technischen Wissenschaften. Weiters darf ich ganz besonders begrüßen den Cyber Security Officer der A1, Herrn Dr. Wolfgang Schwabel. Wolfgang Schwabel ist Diplom-Ingenieur und Doktor Technik,
hat an der TU Wien Technische Physik und Informatik studiert, promovierte 1989 mit Auszeichnung und erhielt für seine Dissertation den Heinz-Zemanek-Preis der Österreichischen Computergesellschaft. Nach der TU arbeitete er für Digital Equipment Österreich, ging 1996 zur Mobilcom Austria, wo er zuletzt den Ausbau der IT leitete und später für Datensicherheit verantwortlich war. 2010 wechselt zur Gruppe Telekom Austria als Direktor für Information Security and Emergency. Seit 2015 ist Wolfgang Schwabl als CISO der A1 tätig. Ehrenamtlich ist er permanent unterwegs als Vortragender beim strategischen Führungslehrgang der Bundesregierung, als Förderbeirat der NetIdee, Mitglied des Beirats der Stopline und stellvertretender Leiter des Cybersecurity-Plattform des Bundeskanzleramtes. Weiters, last but not least, darf ich den CISO und Datenschutzbeauftragten der Austrian Power Grid, Master of Science und Bachelor of Science Ingenieur Dietmar Mandl begrüßen. Er hat also seine Ausbildung in der HTL St. Pölten mit Schwerpunkt Elektrotechnik begonnen. Nach einigen Jahren als technischer Planer im Industriesektor startete er ein berufsbegleitendes Studium an der FH Technikum Wien, wechselte in die Bankenbranche und sammelte dort praktische Erfahrungen in der IT und IT-Security. Mit dieser Erfahrung im Rücken wechselte er als Chief Information Security Officer zur Austrian Power Grid. Dort ist er die zentrale Ansprechstelle für alle Informationssicherheit und Datenschutzthemen. Now, möchtest du das Podium auch begrüßen? Für die Podiumsdiskussion begrüße ich nun und darf auf die Bühne bitten, den Delegierten für Cyber Defense des Verteidigungsdepartements der Schweiz, Herrn Gerhard Vermee, den Cyber Sicherheits Officer von A1. Herrn Dr. Wolfgang Schwabl und den CISO der Austrian Power Grid, Herrn Ingenieur Dietmar Mandl. Bitte einen kräftigen Applaus für die Herren. Ja, und ich darf natürlich unsere beiden Sprecher, Herrn Generalleutnant und Herrn Dr. Schmidt, auf die Bühne bitten. Dafür sorgen, dass Sie mich ausreichend hören können. Kann man das Mikro einschalten, bitte? Hören Sie mich? Ja? Gut. Ja, ich würde gerne mit einem allgemeinen Punkt einleiten, der mich im Herbst zur Feststellung gebracht hat. Die Strategie wurde in fast allen westlichen Ländern geändert. Und zwar im Zusammenhang damit, dass man Taten und Täter konkret anspricht. War es bis vor 3 Jahren völlig unüblich, über offensive Fähigkeiten zu berichten oder gar vorzutragen, was man denn schon alles im Köcher hat, hat sich das mittlerweile total geändert. Was ich meine, ist auch, dass man Täter benennt, wie zuletzt im Fall der Ausspionierung der OPCW in Holland. Am nächsten Tag ist die Ministerpräsidentin, sind hochrangigste Politiker aus Großbritannien, USA und vielen anderen Ländern aufgetreten und haben gesagt, das waren die Russen, das war der GRU. Ein zweites habe ich mitgebracht aus der Cyber Week in Tel Aviv Anfang dieser Woche, wo der israelische nationale Sicherheitsberater im Cyberbereich gesagt hat, sie können mit über 50% Wahrscheinlichkeit schon Vorbereitungen eines Angriffs auf Israel im Cyberbereich erkennen, bis hin, dass sie einzelne Server identifizieren können und damit auch zuordnen können, wer ist das tatsächlich. Conclusio des Generalmajors war, wir sind jetzt wieder in der Lage abzuschrecken.
Als Beispiel dazu unlängst Song Contest in Israel. Die Homepage des Song Contest wird verunstaltet. Kurze Zeit danach steigt die israelische Luftwaffe auf und zerstört ein Objekt im Gazastreifen. Und es gibt keine Cyberangriffe mehr auf die Homepage. Ja, meine Frage an das Podium, vielleicht an Herrn Generalleutnant Hermann zuerst einmal, wie sehen Sie diese Entwicklung im Strategiebereich? Also ich denke, funktioniert es? Ja. Ich denke, eins ist ganz klar. Ich hatte das vorhin angesprochen und Dr. Schmidt hat es ja ebenfalls erwähnt, die Frage der Attribuierung oder Attribution ist natürlich eine ganz entscheidende dabei und natürlich zum anderen auch die Fähigkeit der Frühwarnung oder die Frühwarnfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Und ich denke, genauso wie wir das in der Vergangenheit ja schon kennengelernt haben im elektronischen Kampf, wird es auch im Cyber- und Informationsraum notwendig sein, alle Sensoren, die verfügbar sind, alle Sensoren, die herangezogen werden können, zu nutzen, um in einem Multisensoransatz ein umfassendes Lagebild zu gewinnen und dann natürlich auch mit entsprechenden neuen Technologien, sprich neuartige Rechner, künftig möglicherweise sogar Quantencomputer und natürlich auch mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, die forensischen Fähigkeiten, insbesondere natürlich auch die für die Online-Forensik, deutlich zu verbessern. Da sehe ich die Entwicklung hingleiten. Und dann kommt eins hinzu, ich habe das versucht zu erwähnen. Es ist ja nicht nur eine rein, eine Lagebeurteilung innerhalb eines Cyber-Informationsraums erforderlich, sondern für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge ist immer eine gesamtstaatliche Lagefeststellung, eine gesamtstaatliche Risikobewertung und Lagefeststellung erforderlich. Genauso wie es dann auch umgekehrt, wenn es zu Maßnahmen kommt, zu Sicherheitsmaßnahmen, auch zu Verteidigungsmaßnahmen, die sich das nicht nur beschränken kann rein auf den Cyberraum, sondern dann muss ich wirklich vom Kampf der verbundenen Systeme oder früher haben wir es genannt, Kampf der verbundenen Waffen sprechen, denn darin allein liegt dann auch die Chance, Synergien zu nutzen und wirklich effizient zu sein. Ja, darf ich jetzt einmal an die Schweiz die Frage richten, Gerald Vernet, wie sieht die Schweiz die Strategieentwicklung international, was macht die Schweiz? Also die Schweiz hat zuerst erkannt, dass, wie man es schön auf Französisch sagt, so haben Sie wissen jetzt, woher mein Akzent kommt, dass es eigentlich keine Cyberdefense gibt ohne Cyberallianz. Und da versuchen wir eigentlich mit einfach selected Partners eigentlich in der Tiefe des Wissens, in der Tiefe der operativen Tiefe, wie wir das auch einmal militärisch gesagt haben, für andere Waffengattungen einfach auch mit anderen zu tun. Im Vordergrund und da im Zusammenhang mit der Aussage bezüglich Israel bin ich etwas jetzt, verunsichert, wie man jetzt leger mit dem Völkerrecht hier sich einfach links und rechts bewegt. Wir haben zu viele Beispiele, wo perfekte Tarnung und perfekte Täuschung eigentlich auch eine der Charakteristika dieses Raumes sich einfach gezeigt haben. Und ich finde es einfach jetzt eine ziemlich kritische Trendwende, wenn man eigentlich anfängt, jetzt links und rechts zu bombardieren. Wir haben zu viele solche Beispiele. Und dann gibt es aus der Perspektive eines Landes, der sehr, sehr stark dafür auch plädiert, eine weitere Problematik, das ist eigentlich, was gehört zum Konflikt und was nicht. Und da haben Sie gesehen, vielleicht auch mit die Angriffe in 17, NotPetya und WannaCry, was danach passiert ist. Dann hat die USA gesagt, es ist Russland. Gut. Und dann haben Sie auch noch gegen Russland Sanktionen entschieden. Und das hat gewisse Firmen dazu geführt und insbesondere eine Versicherung bei uns, die heißt Zürich,
eine Firma zu sagen, Mondelez, eigentlich jetzt, es ist warlike, wie ganz klein Arial 3 Fußnote des Vertrages geschrieben. Und das ist warlike und für eigentlich kriegsähnliche Handlungen bezahlen wir nicht. Und das ist für mich einfach jetzt eine ziemlich heikle Entwicklung, die wir hier sehen. Die Schweiz hat auch in ihrem Recht, für im Nachrichtendienstgesetz wie auch im Militärgesetz sich die Option geöffnet, auch mit Gegenmaßnahmen, also offensive Gegenmaßnahmen, einen Angriff zu kappen, einen Angriff zu unterbinden. Wenn man sieht einfach die Schwierigkeit, ein solches Entscheid zu treffen, auf der politischen, auf der rechtlichen und völkerrechtlichen Ebene, dann bin ich zurzeit noch ziemlich Brüder. Das wär's. Danke. Meine Damen und Herren, eine besondere Bedeutung für ein sicheres Leben im Cyberraum haben natürlich jene Unternehmen, die strategische Dienstleistungen und Dienste anbieten. Dazu gehört, und wir bezeichnen es intern als superkritisch, also besonders wichtig für das Leben, die Telekommunikation und die Unternehmen, die uns mit elektrischer Energie versorgen. Und daher sind auch entsprechend eingeladen worden, der Herr Dr. Schwabel. Ich würde ihn bitten, aus unternehmensstrategischer Sicht von A1 einmal darzustellen, wie Sie damit umgehen, mit den Bedrohungen, mit der Sicherheit vor diesen Bedrohungen. Danke für die Einladung. Ich habe ein bisschen etwas mitgenommen, wenn ich das kurz zeigen dürfte. Ich bin Cyber Security Officer von A1 Telekom Austria und ich kann Ihnen sagen, ich liebe diesen Job. Es ist immer was los, kann ich Ihnen sagen, es wird am nie Fahrt dabei. Es ist immer eine neue Herausforderung. Und ich warte jetzt noch, bis die Präsentation startet, dann zeige ich Ihnen ein bisschen etwas, ich hoffe, man sieht es jetzt am Schirm, was denn so vorkommt. Ein bisschen was aus der Praxis habe ich Ihnen mitgenommen. So, wie schaut so eine Hacker-Attacke aus? Wie beginnt das? Das ist ja nicht immer angekündigt, da geht nicht immer ein rotes Licht los. So, Achtung, jetzt ist eine Attacke und die Alarmsirene läutet. Nein, Cyberattacken kommen ganz leise und es ist eine Kunst, drauf zu kommen, dass eine stattfindet. Ich zeige Ihnen eine. Schaut so aus. Ist tatsächlich eine der gemeinsten Attacken, die mir bekannt sind in Österreich. Schaut so aus wie eine E-Mail, eine ganz normale E-Mail, angeblich vom IT-Helpdesk. Da gibt es eine Instruktion drinnen, damit man, weil es so viele Phishing-Attacken gibt, muss man das System upgraden, was immer das heißt, ein bisschen ein schlechtes Englisch, da könnte schon auffallen. Da gibt es sogar eine Beschreibung, einen Activation Guide, wie das geht, weil die Benutzer kennen sich ja nicht aus. Man macht den Guide einmal auf, tun wir das einmal. Da steht drinnen, da gibt es einen Spam-Filter, einen neuen von Microsoft, den kann man jetzt einschalten und dann ist man wieder sicher. Also da steht das da. Ich habe da ganz klein, damit Sie es nicht lesen können, auch den URL heraus kopiert, den sollen Sie nicht lesen, ja, weil sonst ist der Spaß vorbei. Und dann klicken Sie auf das Ganze drauf und dann geht so ein Fenster auf. Das schaut so aus. Verdammt echt, wie wenn Sie wirklich auf Microsoft dem neuesten Produkt Office 365 Login geben. Viele meiner Kollegen, denen ich das Bild zeige, sagen mir, du, wenn ich das auf meinem PC sehe, dann gebe ich Login, da denke ich nicht mehr nach. Was wäre die richtige Reaktion? Die richtige Reaktion ist, dass man mal da oben nachschaut, was steht denn da oben? Ist das Microsoft oder ist das irgendwas anderes, was man noch nie gesehen hat? Und wenn das irgendwas anderes ist, dann ist es hundertprozentig eine Fälschung. In dem Fall ist es auch eine Fälschung gewesen. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn man da hier sein Login-Daten und sein Passwort bekannt gibt? Dann gibt es einen sehr gemeinen Angriff, der nicht darin beginnt, jetzt mal wieder in den PC hineinzupflanzen, die sich fortbreitet. Nein, es passiert dann Folgendes. Der Angreifer hat in diesem Fall sich in die Mailbox des betroffenen Mitarbeiters hineingehackt, also Zutritt gehabt, es geht ja, und hat da zum Beispiel ein Forwarding-Rule hinterlegt, dass jede einlangende Mail gleich automatisch an ihn geforwardet wird. Und der Angriff war schon vorbei.
Na, was glauben Sie, wie lange das dauert, bis man auf sowas draufkommt? Das geht nicht in ein paar Sekunden, Stunden, nein, da müssen Sie schon die Kalender in die Hand nehmen. Und dann schaut man blöd, wenn man draufkommt, was da alles rausgegangen ist. So, das ist tatsächlich passiert bei uns. Und die Folgen sind natürlich gewaltig, weil so fängt ein Angriff an. Es gibt auch andere Angriffe, die in der Literatur sehr gut dokumentiert sind. Ich erzähle Ihnen jetzt die schlimmsten, die mir bekannt sind. Das war ein Angriff gegen die Vodafone Griechenland. Vodafone ist ein Mobilfunkbetreiber in Griechenland im Jahr 2004. Aufgefallen ist das Ganze, als ich dort Chef von der Netzwerkplanung aufgehängt hat in seinem Apartment. Und was ist passiert? Da war plötzlich ein versteckter Code direkt in der kritischen Infrastruktur der Vodafone Griechenland, direkt in den Telefonswitches. Das sind die Kasteln, die die Telefongespräche verbinden. Und die haben dafür gesorgt, dass die 100 wichtigsten Persönlichkeiten Griechenlands abgehört wurden. Der Code wurde eingebracht, nicht auf Festplatte, nein, nein, direkt mit hoher Systemkenntnis. Und dass man dann ein halbes Jahr später draufgekommen, dass es so war. Die Snowden-Papiere weisen darauf hin, dass die NSA dahinter steckt. Ist natürlich ein Nightmare-Szenario, das keiner will. Der Betreiber selbst hat sogar eine Strafe bekommen von 76 Millionen Euro. Warum? Weil sein sogenannter Incident Response nicht korrekt war. Er hat nämlich nicht dafür gesorgt, dass Beweismittel gesichert werden. So, gehen wir weiter. Ein zweiter Fall, Belgien, Belgacom, eine Firma, Bix. Die Belgacom ist ein belgischer Telefonbetreiber, der sehr viele internationale Verbindungen hat. Und hier hat sich der britische Geheimdienst GCHQ hineingehackt, relativ elegant, indem er einfach geschaut hat, wer dort Systemadministrator ist. Und dann hat er geschaut, was machen die Systemadministratoren? Die haben vielleicht eine LinkedIn-Page, wo sie ihr Profil, ihr berufliches Profil aktualisieren. Und dann haben sie dort mit einer Methode, Quantum Insert heißt diese Geheimdienstmethode, haben sie dafür gesorgt, wenn die dorthin surfen und ihre IP-Pakete hinschicken, dass sie ein bisschen mehr zurückbekommen. Ein Quantum mehr, als man will. Und dieses Quantum mehr war dann schädlich für den eigenen Computer, sodass man eindringen konnte. Und dann hat man die Accounts gehabt von den Systemadministratoren und wenn Sie einen Systemadministrator-Account haben, dann können Sie natürlich sehr lautlos in dahinterliegende Systeme eindringen. Zum Vorteil des Geheimdienstes, der über diese Sachen dann Kunden der Belgacom ausspioniert hat. Der dritte Fall ist gegen einen SIM-Karten-Fabrikanten gerichtet, Gemalto. Wir hören das jetzt auch, man spricht von 5G-Sicherheit und so weiter und so fort und ein zentrales Element der Sicherheit sind die SIM-Karten. Die sind in jedem Handy drinnen, aber die müssen ja irgendwo hergestellt werden. Und in dieser SIM-Karte werden Geheimnisse produziert, die nur in der SIM-Karte sind und nur beim Betreiber sind. Das ist alles sehr, sehr sicher. Das Einzige, was nicht so sicher ist, ist der Weg, wie kommen diese Geheimnisse aus der SIM-Kartenfabrik zum Betreiber. Das muss ja irgendwie gesichert gehen. Und der Geheimdienst, diesmal auch wieder der britische Geheimdienst, hat diese Geheimnisse abgefangen, damit er mithorchen kann. Das sind solche Fälle, wo man sagt, da wird alles ausgehebelt. Die man nicht haben will. Die Frage ist, was tut man jetzt strategisch dagegen? Ja? Das sind nur ein paar echte Fälle, die gut dokumentiert sind. Und was ist jetzt die Strategie? Und ich kann Ihnen jetzt zeigen, vielleicht aus dem Inneren, was unser Unternehmen tut. Unser Unternehmen hat zum Beispiel drei Säulen der Sicherheit. Die erste ist Mitarbeiter. Sie brauchen Mitarbeiter, die vertrauenswürdig sind und sich auskennen sachlich. Die zweite Säule heißt Prozesse. Man muss wissen, was man tut, wenn was passiert. Und die dritte Säule sind technische Mittel, Hilfsmittel. Sie können sagen Messinstrumente und Mittel, mit denen man agieren kann. Das muss zusammenspielen. Wenn eine Säule wegbricht, ist man ohnmächtig. Alle drei Säulen müssen passen. Auf sehr einfach gesagt, bevor Sie eine Alarmanlage anschaffen, müssen Sie wissen, was Sie tun, wenn ein Alarm losgeht. Wenn Sie das nicht wissen, dann brauchen Sie keine Alarmanlage. Anders formuliert, die chinesische Mauer ist nur so gut wie Ihre Wächter. Wenn Sie keine Wächter haben, brauchen Sie die Mauer nicht. So, das war jetzt ein innerer Ansatz, ein äußerer staatlicher Ansatz, damit ende ich dann schon.
Der äußere staatliche Ansatz ist die Cybersicherheitsplattform. Die haben Sie vielleicht gehört einmal, dass es sowas in Österreich gibt. Eine Initiative des Bundeskanzleramts. Ich habe die Ehre, die Co-Leitung zu haben. Da sind circa 250 Personen aus Österreich vertreten, aus diversen Sektoren. Öffentliche Verwaltung zu fast 30%. Der Rest verteilt sich auf Energiesektor, Vereine, Finanzen, Verkehr, Transport und so weiter. Lauter Vertreter der kritischen Infrastruktur. Österreich ist Gott sei Dank klein genug, dass sich alle Betroffenen, Verantwortliche zusammensetzen können. Die Cybersicherheitsplattform ist so eine. Da erarbeiten wir Vorschläge, die der Cybersicherheitssteuerungsgruppe in Österreich unterbreitet werden, die das ihrerseits wieder der politischen Ebene vorschlagen kann. Eine dieser Vorschläge, schauen wir mal vielleicht weiter, was wir da erarbeitet haben. Wir haben einen Vorschlag für Österreich erarbeitet für 2020. Wir haben auch für die ENISA, der europäischen Normierung, etwas vorgeschlagen. Wie kann man sichere Produkte anschaffen? Das Wesentliche dieser Initiative ist, Cybersicherheit ist nichts für Einzelkämpfer. Cybersicherheit erfordert Zusammenarbeit. Das kann keiner alleine leisten. Die Expertisen müssen zusammengelegt werden. Und ich bin stolz, dass wir in Österreich auch mehr gemacht haben als im Rest Europas. Ich darf das vielleicht ganz kurz erläutern. Was haben wir denn da gemacht? Vielleicht haben Sie gehört, das NIS-Gesetz, Netzwerk- und Informationssicherheitsgesetz, ist eine EU-Richtlinie, die haben wir in Österreich umgesetzt. Und da bin ich ganz stolz, dass wir zwei Sachen hineingegeben haben, die das restliche Europa nicht gemacht hat. Das erste ist einmal, wenn wir von Cybersicherheit reden, dann betrifft das nicht nur die Betreiber kritischer Infrastrukturen, sondern auch die öffentliche Verwaltung. Die unterwirft sich auch den NIS-Vorschriften. Das zweite ist, wir haben die freiwillige Meldung so eingeführt, dass alle Einrichtungen seltsame Sachen, die sie beobachten, melden dürfen und das konform mit allen Gesetzen. Und dieses Melden dürfen ist eine wesentliche Voraussetzung, dass man weiß, was los ist. Vielleicht, das ist einmal der strategische Ansatz. Wir finden als Unternehmen gut, dass es einen derartigen Rahmen in Österreich gibt. Wir finden gut, dass man sich zusammensetzt. Wir finden auch diese Veranstaltung gut. Deswegen bin ich auch gerne dabei, dass man über diese Sachen reden kann, was Koordination alles erreicht. Ohne Koordination wäre es viel schlimmer. Vielen Dank, Herr Dr. Schwabel. Die Unternehmenssicht eines ganz wichtigen Telekommunikationsproviders in Österreich, den größten nach wie vor, ich glaube 20 Millionen Kunden, halb europaweit. In Europa im Konzern. Ja. Der zweite genauso wichtige Bereich und eng verschränkt mit der Telekommunikation. Ich sage immer, wenn kein Strom fließt, geht's Telefonieren auch nicht mehr lange. Solange die Akkus halt noch halten und dann ist Schluss damit, ja. Und umgekehrt, die Stromversorgung funktioniert nicht, wenn die Infrastruktur dahinter auf Computer basierend nicht funktioniert. Daher das zweite wichtige Element, Stromversorgung. Wir alle hängen in sehr, sehr hohem Ausmaß davon ab, dass der Strom fließt. Ich würde den Herrn Master Mandl einmal bitten, die Sicht der APG, Austrian Power Grid, als größter Stromversorger, Stromleiter, seine Sicht der Dinge zur Thematik einzubringen. Ja, vielen Dank auf meiner Seite für die Einladung. Ich glaube, wir haben sehr viele Aspekte schon erwähnt gehabt in der heutigen Diskussion. Und das, glaube ich, macht auch die Informationssicherheit so wahnsinnig spannend, auch für mich selbst. Einfach weil es so viele Aspekte gibt, die man zu berücksichtigen hat, die man mit anschauen kann, mit betrachten muss. Und wie man es eh schon der Herr Hunger schon erwähnt hat, Strom nehmen wir alle als Selbstverständlichkeit wahr. Ich glaube, jeder von uns, jeder geht davon aus, dass Strom immer da ist, beziehungsweise ist es wahrscheinlich gar nicht in den Köpfen drinnen. Der Strom kommt aus der Steckdose, wie man so schön sagt, und man macht sich eigentlich überhaupt keine Gedanken, wenn man ein Gerät ansteckt an die Steckdose, es funktioniert. Vielleicht ähnlich wie bei der IT, beim Computer. Solange er funktioniert, ist man zufrieden, ist man happy. Wenn dann mal was nicht funktioniert, dann hat man gleich die großen Scherereien und ärgert sich drum. Diese Stromversorgung ist generell ein sehr schwieriges Thema, einfach diese Stabilität sicherzustellen. Also das ist wahrscheinlich den wenigsten von Ihnen bewusst. Es muss eigentlich zu jeder Zeit, also wirklich zu jeder Sekunde, muss die Stromerzeugung und der Stromverbrauch in der Waage sein. Es muss ein Ausgleich herrschen, wirklich zu jeder Zeit. Also es kann nicht sagen, ja,
meine Planung für morgen schaut gut aus. Ich habe diese Stromerzeugung und diesen Stromverbrauch und das passt dann schon. Kann man wieder niederlegen bis morgen. Es muss wirklich zu jeder Zeit ein Gleichgewicht herrschen. Das heißt auch, eventuelle Ausfälle, geplante Ausfälle, Wartungsarbeiten müssen einfach berücksichtigt werden von Kraftwerken. Es gibt da diverse Sicherheitsrechnungen, Konzepte, damit man das vorab schon bewerten kann, ob Leitungen überlastet sind, ob Kraftwerke planmäßig abgeschalten werden, damit man eben Reserven für den Ausgleich zu jeder Zeit hat. Natürlich wollen wir alle in Zukunft keinen Atomstrom, keine Kohlekraftwerke mehr haben. Wir wollen grünen Strom, wir wollen Sonnenstrom, Windstrom. Und genau das ist halt eine zusätzliche Komplexitätssteigerung. Und genau diese Umstellung, diese Dekarbonisierung des Energiesystems und speziell in der Elektrizität stellt die Energiebranche oder die Strombranche vor einen gewaltigen Umbruch. Also wir sind da mittendrin und es geht in rasendem Tempo einfach weiter. Diese Volatilität bei der Stromerzeugung von Sonne und vor allem bei Wind, es kommt in der Windflanke eine Windböe, ihr habt auf einmal viel mehr Stromerzeugung im Osten. Diese Mengen muss ich einfach wegtransportieren. Wir haben das gleiche Thema wahrscheinlich viel tragischer noch in Deutschland, wo man im nördlichen Teil einfach riesige Windanlagen hat. Wenn die mal gescheit einspeisen, muss man diese Energie wegbringen. Und es braucht einfach ein ständiges Gleichgewicht und man muss umfassende Maßnahmen auf elektrischer Ebene treffen, um dieses Gleichgewicht wiederherstellen zu können und einen Gegenpol zu schaffen, damit Leitungen eben nicht überlastet werden. Wie man schon vielleicht erahnen kann, einfach dieses Zusammenspiel, immer mehr Akteure spielen in dem Stromnetz und in der Stromversorgung einfach mit, das erhöht irrsinnig die Komplexität in diesem Gesamtsystem. Wenn wir noch ein bisschen weiterschauen, oder wir sind auch schon lange eigentlich dabei, also Digitalisierung ist so ein Schlagwort aktuell, aber wir machen das eigentlich schon seit Jahrzehnten, also immer mehr Dinge werden digitalisiert und es nimmt einfach nur jetzt an Fahrt zu, an Geschwindigkeit zu. Und auch die Elektrifizierung von anderen Lebensbereichen, sei es jetzt E-Mobility oder auch intelligente Verbraucher, die erhöhen einfach dieses Gesamtsystem und die Komplexität enorm. Und das stellt uns und wahrscheinlich uns alle vor neue Herausforderungen und schafft natürlich auch potenzielle neue Verwundbarkeiten. Das heißt, es ist für Angreifer leichter möglich, neue Angriffsvektoren zu finden und wir treffen gewisse Sicherheitsvorkehrungen, eben auch wie bei der R1, im präventiven Sinne, auch in der Detektion, aber vor allem in der Reaktion. Das, was passiert, das ist gang und gäbe in der IT-Branche oder in der Informationssicherheit. Man muss einfach nur die Dinge erkennen und rasch reagieren können. Das sind die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht. Prävention, das ist, haben wir alle in uns drinnen, ja, aber es bedarf auch dieser anderen zwei Komponenten. Und diesen kompletten Überblick haben eben immer weniger Menschen über dieses Gesamtsystem. Und ich glaube, es gilt durchaus, diese Transparenz einfach zu schaffen, damit man eben diesen Überblick und diese Abhängigkeiten einfach feststellen kann. Und auf der anderen Seite muss man vielleicht aus diesem Gesamtsystem versuchen, eine gewisse Komplexität wieder zu entnehmen, beziehungsweise die Dinge vielleicht ein bisschen loser zueinander zu verbinden, dass man wirklich die Dinge unabhängig voneinander betreiben kann. Und wie gesagt, aktuelle Beispiele, die Ukraine 2015-16, ich glaube, war der wesentlichste Aspekt, der glaube ich, für heute auf der Tagesordnung steht oder zum Themenkreis passt. Aber wir brauchen jetzt nur ein paar Wochen zurückschauen. Südamerika, 40 Millionen Leute ohne Strom. Einfach kann sich wahrscheinlich jeder mal überlegen, 15 Stunden ohne Strom in Österreich, wie es uns damit geht. Ich kann eine kurze Anekdote nur erzählen. Mir ist vor 2 Jahren zu Hause die Wasserpumpe vom Hauswasserwerk eingegangen. Man merkt es eigentlich innerhalb von einer halben Stunde, dass es gleich mal haarig werden kann. Also die Toilettenspülung ist das Erste, was einem einfällt. Und ich habe noch Glück, ich wohne am Land. Ich habe jetzt Nachbarn, ich habe in der Wohnung auch in der Stadt. Aber wenn die Toilettenversorgung mal einen ganzen Tag nicht geht, tut man es in der Stadt wohl schwieriger. Beim Herfahren ist mir sehr bewusst wieder geworden, U-Bahn, Rolltreppen, Lifte, also es sind nur kleine Ausschnitte, kleine Aspekte, aber jeder nimmt das einfach als Selbstverständlichkeit wahr. Und ja, wie gesagt, wir haben umfassende Maßnahmen, speziell auch im Cybersecurity-Bereich, die wir tagtäglich treffen.
Updates einspielen, wie gesagt, eh schon erwähnt, präventive Maßnahmen, aber auch reaktive Maßnahmen, die wir setzen. Vielen Dank. Gut, nachdem Sie jetzt angedeutet haben, wo überall der Strom fließen muss und wie uns das unmittelbar berühren kann, Zusatzfrage, fließt bei uns der Strom, ist die APG sicher vor Hackangriffen? Vielleicht ein bisschen präziser, wie hoch würden Sie schätzen, ist die Sicherheit? 98%, 99%? Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, ja. Das kann man unterschreiben. Dass es möglich ist, dass die Stromversorgung ausfällt, ja, das, wie gesagt, kommt immer wieder mal vor, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, das ist auch, habe ich vielleicht sogar vergessen, man weiß oft ja gar nicht, warum jetzt die Stromversorgung ausgefallen ist. Ist es jetzt wirklich eine technische Komponente, die eine Fehlfunktion gehabt hat, oder war es vielleicht tatsächlich eine Cyberattacke, die schon seit langem geplant war? Wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber Wahrscheinlichkeit anzugeben, ist nicht wirklich seriös. Es kann passieren, also dieses Momentum kann man nicht ausschließen, aber ja, Wahrscheinlichkeit kann ich dazu leider nicht angeben. Gut, wer wäre denn mit 98% Stromsicherheit zufrieden? 99? Man muss bedenken, 99 heißt 3,65 Tage oder so, wo man keinen Strom hat. Und wenn das in einem auftritt, ist ziemlich unangenehm, würde ich sagen. Ja, also, ich glaube, der Sicherheitschef von der Lufthansa hat letztes Jahr bei meiner Konferenz vorgetragen, der hat ähnliche Fragen an uns gestellt und hat zuletzt gefragt, wer ist mit 99,9% zufrieden? Da waren viele Hände in der Höhe und der hat dann gesagt, das würde bedeuten, alle 4 Tage fällt ein Flugzeug von Lufthansa vom Himmel. Seine Vorgabe, bitte, das war ganz wichtig, dann seine Antwort, die Vorgabe seines Vorstands an ihn als Qualitäts- und Sicherheitsverantwortlicher, ein Absturz in 40 Jahren. Wer hat jetzt einen Computer, der 40 Jahre lang nicht abgestürzt ist? Niemand. Gut, so sind die Dimensionen. Ich würde sagen, bei der Stromversorgung sind wir auch beim 99,x%, das wir sicher haben wollen. 2-3 Stunden halten wir aus, aber dann ist zu spät. Ja. Darf ich einen anderen Punkt angreifen, der sehr technisch ist und von mehreren Vortragenden erwähnt wurde? Künstliche Intelligenz als das Wundermittel, als die Hoffnung für viele Probleme, als der Ersatz oder als die Ausweitung der menschlichen Fähigkeiten. Künstliche Intelligenz und Früherkennung, speziell wenn ich da an Hybridität denke. Herr Dr. Schmidt, was kann die künstliche Intelligenz uns da bringen oder worauf hofft man hier? Ja, eine interessante Frage. Die gibt mir die Gelegenheit, vielleicht nochmal auf ein Projekt hinzuweisen, an dem wir dass wir im Dezember letzten Jahres noch gestartet haben. Das nennt sich Hybrid Warfare Future and Technologies. Da versuchen wir gewissermaßen in 4 aufeinander aufbauenden Schritten zunächst mal relevante Technologien, neue Technologien, entsprechende zukünftige Trends, vor allem mit disruptivem Potenzial, zu identifizieren, sie in einem zweiten Schritt gemäß ihrer Relevanz im Kontext hybrider Kriegführung zu bewerten, um dann einzelne dieser Handlungsstränge und künstliche Intelligenz ist zumindest ein potenzielles Vertiefungsfeld, dann zu vertiefen, um schlussendlich Implikationen für Politikberatung im Hinblick auf unsere Mitgliedstaaten, EU und NATO abzuleiten. Künstliche Intelligenz wird vielleicht ein Vertiefungspunkt werden für uns. Was Experten diesbezüglich uns nahelegen, ist immer, dass der Begriff im Grunde genommen fehlerhaft ist, weil er wenig mit Intelligenz zu tun hat, jedenfalls mit menschlicher Intelligenz und sehr vieles davon abhängt, ob das, was gewissermaßen in die Algorithmen reingebaut wird, dann auch irgendwie noch sinnvoll ist oder nicht. Auf jeden Fall eröffnen sich hier potenziell für hybride Kriegführung auch neue Möglichkeiten, nicht jetzt aus der künstlichen Intelligenz heraus allein, sondern in der Verbindung unterschiedlicher, sagen wir mal auch Technologiecluster. Wenn man künstliche Intelligenz vielleicht verbindet
mit der Präzisionswirkung, mit Automatisierung, mit Miniaturisierung und mit der Allgegenwärtigkeit von Sensoren unterschiedlichster Art, dann kann man daraus möglicherweise irgendwann auch eine neue Form des Kriegführens, des hybriden Kriegführens entwickeln. Und das vorzeitig zu erkennen, bevor wir mit den Implikationen im Kontext einer konfrontativen Auseinandersetzung konfrontiert werden, das ist gewissermaßen die Zielsetzung dieses Projekts. Ja, vielen Dank. Darf ich die Frage an den Herrn Generalleutnant weitergeben? Welche Hoffnungen verbinden Sie mit künstlicher Intelligenz? Ja, ich würde sehr gerne dazu drei Anmerkungen machen. Ich denke, mit künstlicher Intelligenz verbinden wir heute im Wesentlichen die Fähigkeit zu maschinellen Lernen. Insbesondere die Fähigkeit, Muster zu erkennen aus einer großen Datenmenge, also einer unstrukturierten Datenmenge. Das gibt uns natürlich bei der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz auch die Möglichkeit, Indikationen für kritische, für konfliktträchtige Entwicklungen möglichst KI-unterstützt zu gewinnen. Natürlich ganz konkret im Cyberbereich auch verstärkte Möglichkeiten zur Erkennung maliziöser Strukturen von Software. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir künftig über Rechnerleistungen verfügen, insbesondere wenn wir an Quantencomputer denken, die heutigen Fähigkeiten um das tausendfache übersteigen könnten, ich denke, dann kommen wir durchaus in die Dimension, dass man künftig doch von einer nahezu Online-Fähigkeit sprechen kann bei der Früherkennung. Und natürlich insbesondere und starke Unterstützung auch bei der Forensik. Aber gestatten Sie mir vielleicht noch eine ergänzende Bemerkung. Dr. Schmidt hat ja vorhin sehr ausführlich auch gerade hybride Kriegsführung dargestellt und vorgestellt. Ich denke, das entscheidende Kriterium bei hybrider Kriegsführung ist, dass es sich um Konflikte und Konfliktmuster handelt, die unterhalb der Schwelle eines offiziellen Krieges oder unterhalb der Schwelle einer offiziellen Kriegserklärung auch ablaufen. Und wenn ich mir das in Kombination mit einem Szenario vorstelle, das, ich sag mal, eine Art Blackout-Szenario beschreibt, wie es beispielsweise Mark Ellsberg in seinem Roman beschrieben hat, und das sind ja die beiden Vertreter, Herr Schwabel und auch Herr Mandl, natürlich unmittelbar auch betroffen, dann hat es eine besondere Qualität, denn nach den gesetzlichen Regelungen, die zumindest in Deutschland gelten, haben wir Schwierigkeiten, ich sage mal, bestimmte logistische Leistungen, bestimmte zivil-militärische Fähigkeiten überhaupt in Anspruch nehmen zu können, wenn es nicht zu einer offiziellen Erklärung zumindest eines Konfliktfalles oder eines Verteidigungsfalles führen würde. Das heißt, es ist ein besonders kritisches Szenario, wenn diese beiden Kriterien, nämlich hybride Kriegsführung und dann ein etwas wirklich bedrohliches Blackout-Szenario zusammentreffen würden. Herr Ostwerni, darf ich dich um einen Beitrag zur künstlichen Intelligenz und Strategieumsetzung bitten? So, ich bin sehr einverstanden mit der Bemerkung von Dr. Schmidt, dass es sich eben nicht um Intelligenz im Sinne des Menschen sich handelt im Moment. Ich glaube, es gibt hier noch viele Illusionen. Aber die Frage mit der Technologie ist immer die gleiche. Wie schnell kommt das? Also zum Beispiel Quantum ist ein Thema, das bereits vor etwa 30 Jahren thematisiert wird, der verschiedene Schritte gehabt hat, aber noch nicht die Maturität erreicht hat. Sollte das aber die Maturität plötzlich erreichen können, dann sind sämtliche Systeme, zum Beispiel zur Kontrolle, um in die Gebäude zu kommen, also die sind obsolet plötzlich. Und dann sind wir vor Riesenproblemen. Oder die Daten, die heute mittels Spionage einfach gewonnen werden durch Dienste, die das regelmäßig machen und das in Industriegröße, dann plötzlich werden sie in der Lage sein, doch diese Daten zu anzuwenden. Also ich glaube, das ist ein Thema, das wir unbedingt in die Hand nehmen müssen. Das machen wir auch in der Schweiz. Wir haben noch nicht wie gewisse Länder
großartig gesagt, wir werden dafür Milliarden einsetzen, weil die Milliarden möchte ich auch einmal sehen, nebst der politischen Aussagen. Aber wir haben auch diese Frage in die Hand genommen. Weil man muss auch eines sehen, es ist eine Verbesserung der Instrumente, die wir heute haben. Also mein Auto wird wahrscheinlich eine Eintretenswahrscheinlichkeit mit dem Unfall tiefer haben, oder ich werde wahrscheinlich, also mein Leben verbessert sich, aber auf die andere Seite, die Bad Guys verwenden das auch. Und einerseits haben wir zwar Prozesse entwickelt für die Abwehr, aber diese Prozesse sind einfach orientiert auf die heutige Gesellschaft, also und die heutige Politik. Und das heißt, wir sind hier sehr langsam im besten Fall, die diese entscheiden. Und ich habe auch meinem Minister einmal gesagt, Herr Bundesrat, vor uns stehen keine Hacker mehr, sondern Algorithmen. Und das heißt, wir müssen das ganze Apparat der Abwehr auch auf das einrichten. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil eben wir wissen nicht, wie das kommt. Und es ist extrem wichtig heute, alle diese disruptiven Technologien, alle diese Entwicklung einfach zu verstehen, um frühzeitig zu verstehen. Unser Problem heute ist, wir sind immer auf Reaktionsmodus. Und wir haben einfach die Warnzeit, die vor uns steht, um uns einfach zu organisieren, ist momentan zu kurz. Das müssen wir endlich ändern. Und die künstliche Intelligenz ist ein Thema da drin, das mir einfach wehtut diesbezüglich. Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich an ein Interview des Vizepräsidenten von Microsoft, war heuer im Frühjahr irgendwo abgedruckt, der zuständig ist für die künstliche Intelligenz bei Microsoft, und der hat gesagt, das, was in den Medien so nett mit künstlicher Intelligenz umschrieben wird, ist nichts anderes als bessere Software, wie man sie jetzt halt hat. Das ist die Sicht von Microsoft, die da ganz intensiv dran forschen und arbeiten. Dennoch muss die technische Frage ein bisschen vertieft werden. Wir haben ja ein Schlagwort künstliche Intelligenz, ein zweites geht seit Monaten sehr intensiv durch die Medien, 5G. Und ein anderes gibt es schon länger, das ist das IoT, Internet of Things. Und die Themen hängen alle sehr intensiv zusammen. Ne? Die Chefin von Infineon hat letztes Jahr bei unserer Konferenz gesagt, sie erwartet für nächstes Jahr, 2020, 50 Milliarden vernetzte Geräte im Internet. Also 10-mal so viel als Menschen oder mehr als 10-mal so viel wie Menschen. Ja, und wir haben, glaube ich, vor 2 Monaten die ersten Frequenzen ausgeschrieben für 5G und der Ausbau hat schon begonnen. Ich würde jetzt also gern Dr. Schwabel bitten, seine Meinung zu sagen, was verändert sich mit diesen neuen Technologien, 5G, Internet of Things im Zusammenhang mit Predictive Analytics, also alle die so als disruptiv bezeichneten Technologien. Also zunächst einmal möchte ich sagen, 5G ist nicht wirklich eine disruptive Technologie, da möchte ich widersprechen. Vielleicht fragen sich jetzt die Zuhörer im Publikum, was ist das überhaupt, das 5G? Man hört es überall, um es ganz einfach zu sagen, das ist einfach die nächste Generation des Mobilfunks. Jetzt würde mich meine Frau zu Hause fragen, was habe ich davon? Dann sage ich hier drauf, ein noch schnelleres Internet und noch schönere Apps und noch mehr Bewegung und noch spontaner und so weiter. Das heißt eigentlich für den Privatkunden. 5G hat aber auch Neues dabei, nicht disruptiv, aber schon neue Elemente, zum Beispiel für Industriekunden. Ja, Industriekunden, die ihre Industrieanlagen steuern, weil dort Roboterwagen durch die Fabrikshallen fahren. Und die haben üblicherweise diese Roboterwagen mit einer, ja man würde sagen, WLAN-Steuerung versehen. WLAN ist keine Technologie, die die Mobilität im Design berücksichtigt. Deshalb funktioniert das nicht immer und dann bleiben halt die Wagen stehen und dann bleibt die Produktion stehen in der Industrieanlage. Und da hat 5G etwas Neues, quasi ein Profi für Industrieanlagen, ein professionelles
Mobilfunknetz, im Neudeutsch nennt man das Network Slicing bei 5G. Also es ist was für Industriesteuerungen, wo man dann die Mobilfunktechnologie von 5G nehmen kann, um sichere und reaktionsschnelle Ablaufprozesse zu automatisieren in Unternehmen. Das ist wirklich etwas Neues und das hat eigene Sicherheitsfeatures. Das ist das eine. Das andere, weil das mit IoT angeschnitten ist, das ist ein Phänomen, das nicht nur 5G umfasst. Vielleicht berührt es 5G deshalb, schauen wir mal dieses IoT, übersetzen wir das einmal, Internet of Things. Auf Deutsch Castle, das NAP-Protokoll, also das am Internet hängt. Ob das jetzt die private Kamera zu Hause ist, um die Wohnung oder das Haus zu überwachen, oder der Türknopf, wo man klingelt und dann kann man schauen, wie der Briefträger ausschaut, der angeblich rein will. Das sind lauter solche IoT-Geräte, gibt es immer mehr davon. Und die Schwierigkeit ist bei diesen Kasten, sie sind einerseits sehr billig, andererseits sind die oft batterieversorgt und sollen aber lange leben. Man will ja nicht jedes Wochenende die Batterie austauschen müssen, weil das Ding kommuniziert. Also hat man sich auch überlegt, dass man hier ganz wenig Energie zum Funken benötigt. Und das ist jetzt der Berührpunkt mit 5G, wo man im 5G-Standard energiesparsame Kommunikation mit IoT-Geräten entworfen hat. Das kommt frühestens nächstes Jahr, nicht in diesem Jahr, frühestens nächstes Jahr. Da kann man dann versuchen, gewisse IoT-Geräte auch über das 5G-Netz anzuschließen, ganz einfach, weil das energiesparsam ist und nicht so viel Energie braucht. Das Grunddilemma, dass diese Geräte billig sind, die man sich dann irgendwo im Elektromarkt um die Ecke besorgt, und weil sie so billig sind, ist vielleicht nicht so viel an Sicherheit eingebaut, das ist ein Grundsatzproblem, das die gesamte Welt trifft. Egal wo diese IoT-Geräte sind, wir haben es ja zuerst schon gehört, man kann ja Computer um 27 Euro, diese IoT-Geräte sind ja noch billiger vom Chip her, die tun halt irgendwas und sind dann ein beliebtes Ziel von Hackern. Warum? Weil das Plattformen sind, die ihre Attack-Software einfach verstärken kann. Und das geht dann relativ elegant. Das ist ein Grundsatzproblem und das kann man jetzt nicht auf der 5G-Ebene lösen, sondern das muss man sich überlegen, wie gehen wir damit eigentlich auch gesamtstaatlich um. Ja? Also da müssen wir irgendwie ein Regime haben, dass nicht alles, was Internet spricht, einfach in den Handel kommt. Nicht, weil wir haben ja auch Schutz bei Lebensmitteln, wir haben Schutz bei Elektrogeräten, ja, da müssen gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ich wünsche mir so einen Schutz auch für alle anderen Geräte, die Internet sprechen, damit da nicht irgendein Blödsinn in den Markt kommt, der uns letztlich gefährdet. Ja, vielen Dank. Ich glaube, den Konsumentenschutz im Bereich der neuen Technologie wünschen wir uns alle stärker ausgebaut und in einem die Haftung der Provider oder der Lieferanten der entsprechenden Geräte, sonst wird da nichts besser. Meine feste Überzeugung. Ich würde aber gern die gleiche Frage auch an den Herrn Mandl richten. Was bedeuten diese neuen Technologien für die Sicherheit in der Stromversorgung? Ja, auch wir und speziell wir wahrscheinlich verwenden zukünftig oder jetzt schon viel mehr neue Technologien. Und ich glaube, wir haben dieses Spannungsfeld, die klassische IT wird gekoppelt oder ist gekoppelt worden mit der sogenannten Operational IT, OT, oder diese Prozesseinrichtungen, SCADA-Systeme. Das war, glaube ich, der erste Schritt, kann man so sagen, diese Koppelung. Mittlerweile dringt einfach die IT oder IT-Plattformen, IT-Komponenten, Raspberry Pis, im überspitzten Sinne jetzt da, aber solche IT-Plattformen oder Systeme, die IP sprechen, immer weiter in die Elektrotechnik vor. Also gehen teilweise wirklich bis an die letzten Endgeräte. Also sei es jetzt unter Anführungszeichen intelligente Transformatoren, um einfach den Ölzustand jetzt nur messen zu können, aber vielleicht auch in Schaltgeräte, wo man auch dann aktiv die Schaltgeräte ansprechen kann. Früher war es jetzt so, dass die, oder jetzt auch immer, dass die Komponenten halt auf der letzten Meile oder auf den letzten Metern elektrotechnisch verkabelt war. Da hat man wirklich dann einfach den Stromfluss gehabt, 0,1. Und jetzt kommt diese
Intelligenz einfach immer weiter bis ins letzte Endgerät vor. Und ich glaube, das stellt uns vor die großen Herausforderungen, einfach diese Vernetzung und einfach dieses Verständnis, wer spricht mit wem, wer muss mit was sprechen, welche Fehlkommunikation kann es dann geben, diese, wie ich eh schon angedeutet habe, diese Abhängigkeit und Komplexität steigert sich dadurch enorm. Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, das Know-how von dieser Basis-IT verlagert sich natürlich auch in die Elektrotechnik rein. Auf der anderen Seite werden einfach die Systeme immer komplexer. Ja, und diesen Überblick, das ist, glaube ich, das Wesentliche, wo wir dran sind, dass wir einfach eine Transparenz schaffen, das sauber dokumentieren und eine entsprechende Komplexität da wieder entnehmen, dass wir sagen, die Dinge vereinfachen und voneinander isoliert oder abkoppeln, soweit es geht. Dankeschön. Nao, möchtest du nicht auch das Publikum einbinden? Sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie Fragen an die Podiumsrunde? Dann stellen Sie bitte jetzt Ihre Fragen. Und zusätzlich können Sie auch gerne ein Selfie mit mir machen. Dankeschön. Mein Name ist Meissner und ich will eigentlich zu den überzeugenden Darlegungen nur zwei kleine Literaturhinweise geben, weil sie neu sind. Die handeln bzw. betreffen das Generalthema Cyberspace und Wille. Die Frage ganz konkret, kann man im Cyberspace Abschreckung durchführen? Sie, Herr General, haben vom Organisatorischen her sich damit beschäftigt. Zu dem Thema Abschreckung im Cyberspace ist von unserem GIDS vor wenigen Wochen ein kleines Büchle von Herrn Hoberg erschienen, das ich Ihnen empfehlen würde. Es ist ein bisschen schwierig ranzukommen, weil dadurch, dass mehrere, die für uns oder bei uns diese Fragen klären sollten, das, was sie da hätten tun sollen, nicht machen konnten oder wollten und dafür anderes taten, ich im Moment mit meinem Privatvermögen für diese Publikationen hafte und deswegen der Vertrieb noch ein bisschen schwierig ist. Also die einfachste Art wäre, einen kurzen Brief an das GIDS zu schreiben und dann werden wir Ihnen gerne so eine Broschüre senden. Das zweite ist ein Büchle, das gerade im Erscheinen ist, von Christian Leuprecht vom Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario, der über Abschreckung im Cyberspace eine größere Studie für die kanadische Regierung vorgelegt hat. Da wird man also über die organisatorischen Seiten hinaus ein bisschen auch zum, sagen wir, theoretischen Rahmen kommen. Im Falle von Hoberg ist das der Versuch, die Perfect Deterrent Theory auf den Cyberspace zu applizieren und natürlich dann die Frage aufzuwerfen, wie können wir in diesem Rahmen Threat Credibility, also Glaubwürdigkeit der Abschreckung, sicherstellen, weil wir das ja nicht so machen können wie mit Atombomben versuchen. Nicht da um diese Dinge geht es. Das vielleicht nur als kleiner Hinweis. Vielen Dank. Herr General. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Die Frage, kann es eine Abschreckung im Cyber- und Informationsraum geben, ist sicher eine ganz spannende Frage. Wir haben als Clausewitz-Gesellschaft vor gut 2 Jahren gemeinsam mit der Deutschen Landschirmgesellschaft in Berlin ein Strategiegespräch durchgeführt und haben uns der Frage gewidmet, kann man Analogien ziehen zwischen einer Nuklearstrategie und einer Strategie im Cyber- und Informationsraum? Es gibt durchaus Ähnlichkeiten, aber es gibt auch signifikante Unterschiede. Und ich sage mal, insbesondere wenn man auf vertrauensbildende Maßnahmen schaut, wenn man auf Non-Proliferation schaut, dann ist es im Cyberraum sehr viel schwieriger, als wir das in der klassischen Nuklearstrategie gesehen haben. Vielleicht einen weiteren Hinweis dazu. Abschreckung heute, glaube ich, kann man nicht reduzieren nur auf den Cyberinformationsraum, sondern Abschreckung muss eine glaubwürdige Bereitstellung von Fähigkeiten sein, die auch von einem potenziellen Gegner als glaubwürdig anerkannt werden, sodass er das Risiko eines möglichen gewaltsamen Angriffes gegen uns als zu hoch bewertet, beziehungsweise die Folgekosten für ihn einfach nicht mit dem politischen Ziel übereinstimmen. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Wenn Sie gerade in Deutschland sehen, wir haben ja vor, glaube ich, jetzt 2,5 Jahren oder ja, sind es fast 3 Jahre, eine Neuordnung der gesamten Landschaft Cyber- und Informationsraum bewerkstelligt mit Schaffung des Kommandos Cyber- und Informationsraum, indem ja nicht nur die IT-Komponenten oder die klassischen Cyber-Komponenten oder die strategische Aufklärung drin ist, sondern auch die operative Kommunikation. Und insofern messe ich persönlich eigentlich genau dieser Verbindung aus Technik und
Kommunikation, operative Kommunikation eine ganz hohe Bedeutung bei. Aber das muss natürlich strategisch abgebildet werden. Und das muss ich auch wiederfinden in entsprechenden Führungsstrukturen. Das muss ich auch wiederfinden in der Ausbildung von Führungspersonal. Das heißt, der klassische Kampf der verbundenen Waffen muss heute ganz anders gelehrt werden. Und Führungspersonal, was in Potsdam künftig sitzt oder was auch in Mons sitzt, muss in der Lage sein, auch die Fähigkeiten des Cyberinformationsraumes in diesem Gesamtkontext, ich sage mal, der Operationsplanung mit zu berücksichtigen. Ja, bitte da her in der ersten Reihe. Bitte also, kurz fassen, weil die Zeit rennt uns sonst davon. Wir haben ja eine Konferenzstrategie und Wille und wir haben viel über Clausewitz gesprochen und Herr Schmitzi hat das ja unheimlich gut eingebaut. Wir haben ein konkretes Beispiel. Ein Vorgänger als Präsident der Clausewitz-Gesellschaft von General Hermann, General Naumann, hat als Sherman Military Committee die Militärstrategie der strategischen Gegenkonzentration maßgeblich beeinflusst, die heute noch gilt. Was heißt das? Nach Clausewitz, die strategische Gegenkonzentration, das ist die strategische Defensive, die stärkere Form. Im Spannungsfall marschieren die Truppen dahin auf. Es kommt eine Phase Krisenreaktion und Krisenmanagement, wenn der Gegner nicht erkennt, dass sonst gekämpft wird, wird gekämpft. Und es wird dann nach Clausewitz einfach die Reserve oder was man an Kräften hat, wie das strategische Schwert der Vergeltung daraus hervorfallen. Wir haben ja jetzt ganz festgelegt. Und da könnte man doch alles, was gesagt worden ist über Cyber und so weiter, schon einbauen. Und das ist meine Frage an Sie nochmal, Herr Schmidt, und Sie, Herr General Hermann, wo wir da stehen in diesem Bereich. Ich versuche das gerne nochmal aufzugreifen. Die NATO hat ja die Cyberdomäne als operative Domäne schon vor 2 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal anerkannt und hat es jetzt nochmal bei der letzten Sitzung der Verteidigungsminister auch bestätigt. Wir haben bereits während meiner Zeit als Direktor der NCSA in den Jahren 2011, 2012 ein Konzept geschrieben für das damalige Crisis oder Comprehensive Crisis and Operations Management Center bei SHAPE, also im alliierten Oberkommando Operationen, wo die Cyberkomponente als integraler Bestandteil der gesamten Lagedarstellung, Lagebeurteilung, auch Operationsführung mit eingebaut wurde. Das ist aber nur ein Teil. Entscheidend ist für mich eigentlich eher, dass es eine durchgängige Denkweise geben muss, von der höchsten politischen Führung über die strategisch-militärische Führung bis hin zur operativen und taktischen Führung. Und da sehe ich nach wie vor, ich sage mal, einen gewissen Entwicklungsbedarf, der Headroom for the Development. Wenn meine letzten Gespräche mit dem Inspekteur des Cyberinformationsraums, ich sage mal, mir noch recht in Erinnerung sind, dann sind die dabei, da entsprechende Überlegungen anzustellen. Entsprechende Überlegungen werden meines Wissens auch in der NATO angestellt. Und ich bin eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass auch, ich sage mal, die letzten Vorfälle, die wir erlebt haben, auch eine gewisse Katalysatorwirkung haben und die Dinge beschleunigen können. Aber über die Details kann ich hier momentan nichts berichten, da bin ich auch möglicherweise nicht mehr à jour, wie ich das vielleicht noch vor 8 Jahren gewesen wäre. Herr Dr. Schmidt, vielleicht noch dazu, bitte. Wir haben noch mehr das eine Mikrofon. Ja, danke schön für die exzellente Frage. Ich denke, dass die Strategie oder strategische Gegenkonzentration, ich löse das jetzt mal vom Cyberbereich auf den Gesamthybridbereich, sicherlich ein ganz relevanter Punkt ist und man stets das Wechselverhältnis von Offensive und Defensive berücksichtigen muss, das blitzende Vergeltungsschwert gewissermaßen als der Höhepunkt in der Verteidigung. Und das gilt natürlich unverändert auch für den Bereich der hybriden Kriegführung. Der reine Schildträger wird irgendwann zwangsläufig verlieren, genauso wie der Boxer, der gewissermaßen dann rund um die Uhr in der Doppeldeckung steht. Von daher ist hier, glaube ich, Clausewitz aktuell wie eh und je. Gegenkonzentration, wenn man es hybrid betrachtet, dann können wir sagen, dass auch die Reaktion der NATO mit Enhanced Forward Presence, und da leisten wir auch entsprechende Hybridberatung punktuell, genau eine solche Maßnahme im kleinen Rahmen darstellt, genauso wie auch die Verstärkung der NATO Response Force genau diesen Dingen geschuldet ist. Im Grunde genommen kann man sagen, ohne den Katalysator
der hybriden Kriegführung in der Ukraine, beziehungsweise wichtiger noch der Interpretation der Vorgänge in der Ukraine als hybride Kriegführung, wäre hier natürlich gar nichts passiert. Das war der wesentliche Anlass, das zu ändern. Vielleicht noch zwei Anmerkungen, Stichwort krisenhafte Entwicklung. Wenn ein hybrider Akteur, Aggressor, erfolgreich ist, dann kommt es gar nicht zur Krise. Das heißt, der rückt entweder in einem Salamitaktik-Approach vor, in kleinen Schritten, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen mögen, oder auch unterhalb der Schwelle dessen, was man politisch als relevant akzeptieren oder ideologisch akzeptieren will. Und irgendwann steht er in einer Position, wo es zu spät ist, wo man ihn dann kaum mehr herausbekommt. Die andere Alternative wäre der Fait Accompli Approach, also gewissermaßen das Ukraine-Szenario, die maximale Nutzung des Überraschungsmoments. Und erlauben Sie mir einen letzten Punkt zum Stichwort Abschreckung, weil das unmittelbar damit zu tun hat. Natürlich ist Abschreckung nach wie vor auch mit Blick auf hybride Aggressoren höchst relevant. Und hier muss man natürlich das Gesamtspektrum mitbedenken, einschließlich der nuklearen Dimension im Übrigen. Auf der anderen Seite erleben wir gleichzeitig auch eine gewisse Inflation in der Abschreckungsdebatte im Augenblick. Hier wird Abschreckung auf alles Mögliche übertragen, nur weil man mit dem Begriff eben auch, sagen wir mal, gut irgendwo ankommt. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass das Vorliegen hybrider Angriffe oder hybrider Kriegführung eigentlich eher schon ein Indiz ist, dass Abschreckung oder ein Verteidigungsdispositiv auf bestimmten Feldern jedenfalls funktioniert. Das heißt, vom Grundsatz her bedürfen wir hier vor dem Hintergrund hybrider Kriegführung nicht einem Mehr an Abschreckung dessen, was wir schon haben, obwohl das natürlich unverändert relevant ist, sondern im Grunde genommen geht es darum, zu verhindern, dass ein hybrider Akteur ein funktionierendes Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv gewissermaßen hybrid unterläuft oder daran vorbei operiert. Das ist eigentlich der Punkt, um den es hier entsprechend gehen muss. Ich darf auch das Mikrofon dazu, weil ich glaube, das sind eben die spannenden Fragen, die sich da stellen, insbesondere aus strategischer Sicht. Und ich möchte einfach auch hier warnen, dass man auch vom Richtigen spricht. Wir stecken einfach von einer Riesenproblematik, und das ist die Dissymmetrie. Man spricht immer von Asymmetrie, aber die Dissymmetrie. Was heißt das? Grundsätzlich, es heißt, dass wir, die Verteidiger, wir haben eine enorme und laufend in Entwicklung sich befindende Infrastruktur, die wir im Grunde genommen nicht verstehen. Wir machen eine Schicht über die nächste und weiter und weiter und weiter. Das heißt, wir haben eine Unmenge an Dingen, die wir nicht in den Griff haben, sprich noch die IoT-Problematik, die wir vorher noch angetönt haben. Und diese Milliardengeräte, die heute nicht sicher sind, werden immer noch in unserer Infrastruktur in 30 Jahren mehrheitlich dabei sein. Das ist eine unserer Menge Riesenprobleme. Und hier, wenn wir die Gesamtsicht noch nehmen, zum Beispiel, wer macht die Arbeit? Es ist einfach zu sagen, wir wollen ein Cert hier, ein SOC da, ein Spezialist hinten und so weiter und so fort. Alle Länder stecken im Moment vor einer Riesenproblematik, und das sind die Talente. Wir finden die Ingenieure nicht. Und auch Israel hat jetzt begonnen, auch zu warnen. Das war jetzt im Times gestern darüber. Überall haben wir diese Problematik. Was bedeutet das? Wir finden einfach die Leute nicht. Und gleichzeitig haben wir eine Hyperconnection, die einfach rasant vorwärts kommt. 5G, das ist einfach ein nächster Schritt. Aber der nächste und übernächste heißt 6G, 7G. Der passiert nicht auf die Stufe der Antennen von A1. Der findet eigentlich oben im Weltraum. Mit allen Konsequenzen, auch bezüglich zum Beispiel der Souveränität der Staaten gegenüber die Leistungsanbieter. Also ich glaube, wir müssen das wirklich in einem Gesamtrahmen platzieren. Und Abschreckung ist die Frage, ja, gegen wen? Wir müssen noch der Gegner einfach finden. Und das ist eine der eben Attribution, das hat General Herrmann eigentlich ausführlich gebracht.
Herr General, noch ganz kurz. Ja, wenn Sie gestatten, würde ich ganz gerne noch einen kurzen Nachtrag zur Abschreckung sagen. Wir haben uns ja hier befasst in der Konferenz mit Willen und Strategie oder Willensbeeinflussung. Und gerade vor dem Hintergrund eines hybriden Szenarios, glaube ich, ist es entscheidend, dass Abschreckung glaubwürdig nur sein kann und nur funktionieren kann, wenn auch die Gesellschaft eines Staates, der abschrecken will, auch entsprechend resilient ist. Das heißt, wenn es gelingt, mit Informationsoperationen ganze Bevölkerungskreise zu verunsichern oder politische Entscheidungsprozesse schlicht und einfach zu torpedieren, ohne Einsatz von kinetischen Mitteln, dann, glaube ich, kann Abschreckung nicht funktionieren. Und insofern hat das schon eine ganz, ganz hohe Bedeutung und muss sehr viel breiter gesehen werden. Das heißt, hier muss auch die Politik, muss die Zivilgesellschaft mit den Streitkräften einen sehr viel engeren Kontext finden, um Abschreckung funktionsfähig zu halten. Ja, vielen Dank für die gute Fragen und die ausführlichen Antworten. Der Nachteil ist, we run out of time, der Herr Brigadier da hinten schon zeigt. Haben wir noch Zeit? Gut, dann würde ich bitten, wir haben noch einige Meldungen für Fragen. Wir fassen jetzt 2, 3 zusammen und gehen dann zur Schlussrunde über. Bitte sehr. Ja, danke. Eine Frage an die Runde. Ich habe gestern oder über die letzten 4 Tage erfahren, dass einfach der Mensch der Unsicherheitsfaktor Nummer 1 in der ganzen Gesamtstrategie, was wir die ganze Zeit gehört haben. Deshalb eine Frage an Sie. Ich provoziere mit 2 Thesen. Was wir wissen, 100%, der 4. Weltkrieg wird mit Steinen geführt. Das ist die eine Sache. Und die zweite, der besitzt eine Atomwaffe. Oder eine Atomwaffe ist einfach für mich die Möglichkeit, dass ein Land sich ernst genommen fühlt, spricht Nordkorea zum Beispiel. Deshalb, das Streben nach dem Besitz Atomnuklearwaffen ist für mich eine Garantie, dass ich kann mit egal welchem Land auf dieser einen Welt einen Dialog auf Augenhöhe führen. Deshalb, was kann man denn machen in der Ausbildung? Vor 100 Jahren hatten wir nämlich Learning by Doing. Jetzt sind wir übergegangen mit KI, E-Learning on Demand. Das heißt, ich muss vielleicht für die Geheimdienste oder die Generäle, die irgendwelche Bataillon führen, die müssen vielleicht Multitaskingsfähigkeit haben. Deshalb wir müssen an der Ausbildung, an der Bildung ansetzen und darüber hinaus de facto, weil de facto ist nämlich ein unsicherer Faktor. Und deshalb die letzte Frage an Sie. Wie würden Sie denn die Leute wie Snowden beziehungsweise der Julian Assange, sind die für Sie Verräter oder die sind Helden für die heutige Welt? Danke. Kann man das Mikro gleich um eins weitergeben, bitte? Herr General, eine Frage zur Abschreckung. Sie haben den gesamtgesellschaftlichen Bereich ja angesprochen. Wir müssen mit der Abschreckung ja vor einem Cyberangriff beginnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da 3 Bereiche wichtig sind. Das eine ist Bildung und Ausbildung, nicht nur technisch, sondern vom Grundwissen, auch vom staatspolitischen Grundwissen her. Das zweite ist eine vollkommen andere Informationspolitik der Regierungen und der öffentlich-rechtlichen Institutionen. Und das dritte wäre ein Hinweis auf die Medienverantwortung, wenn heute in der Presse der Kommentar mit der tatsächlichen Meldung schon vermischt wird. Und ich glaube, dass dieses 3 Bereiche sind, die im Vorfeld den ein oder anderen Cyberangriff schon aushebeln könnten. Darf ich kurz dazwischenreden? I couldn't agree more. Ich glaube, Sie haben genau recht. Und genau das ist doch eigentlich auch der Punkt, dass wir in der Gesamtgesellschaft, da spreche ich nicht nur für Deutschland, ich glaube, das geht darüber hinaus, ein erhebliches Defizit haben im strategischen Verständnis in der Bevölkerung. Bitte noch eine Frage und dann müssen wir zum Schluss kommen. Ist eine Laienfrage und ist relativ abstrakt. Aber eine der großen Probleme der Digitalisierung scheint mir zu sein, dass wir komplett die Kontrolle über die Zeit verloren haben. Und das ist ein Macht- und Gestaltungsverlust von essentieller Bedeutung. Also die Frage, wie können wir
Und die Frage lautet, beschäftigen Sie sich damit? In irgendeiner Weise Kontrolle über die Zeit, die Gestaltung von Tempo zurückgewinnen, denn die ist uns komplett verloren gegangen und wir werden von technologischen Entwicklungen getrieben wie Schweine zum Schlachthof. Das kann und darf aus meiner Sicht nicht so bleiben. Und die Frage ist, ob Sie sich als Experten mit dieser Frage schon wirklich auch auseinandergesetzt haben und ob es da überhaupt technische oder andere, vielleicht auch soziale Antworten auf diese vielleicht doch essentielle Frage der Digitalisierung gibt. Ja, vielen Dank für die vielen Fragen. Teilweise weiß ich nicht genau, wen ich jetzt da ansprechen soll. Beginnen wir vielleicht mit der Frage über die Kontrolle der Zeit. Ich glaube, heute schon einmal erwähnt, die typisch militärischen Analysefaktoren Kraftraum, Zeit haben im Cyberraum eine ganz andere Bedeutung. Potenzial heißt nicht gleich Potenz, das muss man alles neu beurteilen, weil Zeit mit Lichtgeschwindigkeit sind die Datenpakete unterwegs oder nahezu relativiert sich. Ja. Wer möchte dazu etwas sagen zu einer oder anderen Fragen? Und da würde ich gleich bitten, ein Endstatement damit zu verbinden. Herr General. Vielleicht noch ganz kurz zum Zeitfaktor. Ich denke, Professor von Gottlowitsch, wenn das Feuer erstmal erfunden ist, lässt es sich nicht ohne weiteres austreten. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Zeitkritikalität im Cyber- und Informationsraum, durch irgendwelche restriktiven Maßnahmen runterfahren können. Wie schwierig das ist, überhaupt hier eine Kontrolle zu gewinnen und wie schwierig das ist, auch politisch durchzusetzen, ich glaube, das haben viele jüngste Beispiele auch gezeigt. Entscheidend ist für mich eigentlich, dass wir versuchen, die absehbaren Technologien, und hier nenne ich einfach nochmal diesen Begriff in Anführungszeichen auch künstliche Intelligenz, dazu nutzen, ein schnelles, klares, hinreichend zuverlässiges Lagebild zu gewinnen, natürlich auch die entsprechende Frühwarnfähigkeit uns zu verschaffen, um uns auch präventiv stärker auf solche Gefährdungen einzustellen. Aber den Zeitfaktor selbst sehe ich persönlich kaum beeinflussbar, zumal wenn wir auf die neuen Technologien schauen, G5, Internet of Things, das ist ja genau das, was ich glaube, eher noch beschleunigt oder beschleunigend wirken wird auf diese Zeitkritikalität. Ja, wir haben gehört, eine ganz interessante Frage, der nächste Weltkrieg wird mit Steinen geführt. Das erinnert mich an Themen wie Intifada und dergleichen. Und Atomwaffe als das Mittel zur Emanzipation, auch von Schwächeren gegenüber Stärkeren. Ich verstehe das jetzt so, ist Cyberwaffe vielleicht auch so etwas wie eine Atomwaffe im Zusammenhang mit Vierter Weltkrieg und mit Steinen? Also da hat die Schweiz kein Problem mit dem, wir haben auf diese Waffe verzichtet. Ich möchte vielleicht zu einer Bemerkung, die von hinten kam, die ist für mich absolut zentral. Cyber ist eigentlich, es geht um Sicherheitspolitik. Das ist ein neuer Feld der Sicherheitspolitik und der muss endlich die technische Ebene verlassen. Weil das machen wir seit Jahren und seit Jahren verpassen wir einfach die Platzierung dieses Themas auf die richtige Flughöhe. Und dann sprechen wir nur von Technik und aus meiner Optik ist vollkommen falsch. Ist vollkommen falsch. Und weil wir müssen nachher auch sehen, wenn wir das sicherheitspolitisch denken, das wurde auch gesagt, die ganze Gesellschaft ist gefragt. Der General Herrmann hat das auch gesagt. Wir sind alle in der ganzen Kette. Und eine Abschreckungsfantasie ohne die ganze Resilienz und Resistenz der Gesellschaft, also das ist pure Illusion. Also das heißt, wir müssen das selber machen. Und zum Faktor Zeit. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr einfach das rekuperieren, aber wir müssen einfach close the gap. Jetzt haben wir unglaublich Zeit verloren. Facebook, wir sprechen davon, das ist vielleicht bald zu Ende, wenn wir vielleicht eine Lösung haben, wobei mit Libra kann man noch ein wenig darüber sprechen. Ne? Also wir sind immer zu spät. Das heißt, unsere Staaten, wir müssen jetzt auch das demokratische Modell hinterfragen mit dieser Technologie, was das bedeutet. Und wir müssen eigentlich Richtung Agilität gehen. Da müssen wir einfach auch neue Ansätze, disruptive von unserer Sicht, einfach die Gesellschaft, disruptive Ansätze eigentlich folgen und Sinn geben.
weil mit Sinn, und das ist, das möchte ich mit dem Titel dieser Konferenz schließen, kommt Willen. Und ohne Willen, ohne Investition des Staates, da kann man vergessen. Und meine Erfahrung bis jetzt ist, dass wir haben immer Vorfälle abwarten müssen, bis man eigentlich endlich sich entschieden hat, etwas zu tun. Und wenn man das Potenzial dieser Atomwaffe sieht, einfach mit dem Cyberraum, möchte ich nicht einfach diese Explosion abwarten, weil dann ist es zu spät. Das ist meine persönliche Befürchtung. Wolfgang Schwabel, bitte. Darf ich etwas darauf antworten? Zunächst einmal, was die Agilität der direkten demokratischen Entscheidungen in der Schweiz betrifft. Ich glaube, da können sich viele Staaten noch etwas abschauen davon. Das Zweite ist, als Österreicher kann ich auch sagen, ich kann auch ganz gut leben ohne Atombombe in Österreich und glaube dennoch, dass Österreich anerkannt ist in der Welt als ernstzunehmender Gesprächspartner und ich bin heilfroh, dass es auch ohne Atombombe möglich ist, auf Augenhöhe mit anderen Staaten sich zu treffen. Andere Staaten, wie wir sehen, glauben das nicht, streben danach, das zu können. Warum? Wahrscheinlich, weil sie von der internationalen Gemeinschaft derartig beschnitten sind, dass sie sich genötigt fühlen, zu dieser Abschreckung greifen zu müssen. Das ist aber eine Frage der hohen Diplomatie. Ich bin kein Diplomat und kann daher das nicht näher kommentieren. Es waren noch andere Fragen da, die nach der Zeit, vielleicht jetzt aus dem Gesicht der Praxis und nicht jetzt der großen Militärstrategen, aus der Praxis kann ich sagen, Cyberangriffe haben keine Vorwarnung. Die kommen blitzartig. Zu glauben, man könne das vorhersagen, so wie das Wetter, das sich irgendwo entwickelt, ein Tiefdruckgebiet, das sich aufbaut zu einem Zyklon, dass man das im Cyberspace sagen kann, das ist eine sehr begrenzte Annahme. Vielleicht trifft sie in manchen Fällen zu, aber im Allgemeinen trifft sie nicht zu. Man könnte sich auch vorstellen, wie könnte ein Cyberschlag durchgeführt werden. Ich möchte eine Analogie verwenden, nämlich die im polizeilichen Umfeld stattfindet, die der Hausdurchsuchung. Angenommen, die Polizei hat die Aufgabe, gegen einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität vorzubereiten, dann ist sie in der Lage, in mehreren Staaten in Europa gleichzeitig in vielen Städten eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Ich stelle mir vor, wenn man strategisch mit staatlichen Akteuren einen Cyberschlag vorbereitet, dann wird sehr viel Intelligenz gesammelt, vielleicht hat man die schon irgendwo als Abruf bereit, und dann wird dieser Cyberschlag einfach durchgeführt werden. Und er wird umso empfindlicher durchgeführt werden, je mehr der attackierte Staat von Hochtechnologie abhängig ist, so wie es in den westlichen Gesellschaften eben üblich ist. Ob das natürlich in einem anderen Land, das noch eher zu den Entwicklungsländern gehört, auch so wirksam ist, das wage ich eher zu bezweifeln. Vielleicht auch noch kurz die Aussage zu 7G am Satelliten und so weiter. Da gibt es technische Limits, wo ich glaube, dass die Satellitentechnologie kein Massenmedium sein wird. Aber das ist eine andere Diskussion. Es war auch noch die Frage da, ist das Snowden ein Verräter? Das hängt jetzt davon ab, wen fragen Sie? Ja, also je nachdem, wem Sie fragen, bekommen Sie Antwort ja oder nein. Ja. Auf der einen Seite waren wir alle überrascht, um Gottes Willen, was man da erfahrt, ja was tun die? Auf der anderen sagt man dann, na, eigentlich hat man es eh schon geahnt. Ja. Es war ja nur der Beweis, dass es tatsächlich so ist. Und dann sagt man, aha, heute redet keiner mehr vom Snowden. Die letzten 2 Jahre habe ich eigentlich gar nichts mehr gelesen, dass da irgendwas Wellenschlagendes in den Medien berichtet wird. Ja, aber ich glaube, es war in Summe gut, es hat uns die Augen geöffnet. Ja, aber das ist meine persönliche Einstellung, ich bin gegen eine Gesellschaft, wo man etwas im Verborgenen tuschelt, maucht und dann irgendetwas unternimmt, was ja nie in der Öffentlichkeit gelangen wird. Ich finde, eine demokratische Gesellschaft muss sich im Klaren sein, welche Mittel es einsetzt, dass man aus taktischen Gründen etwas verschweigt, das ist vollkommen klar, aber welche Mittel man einsetzt, die müssen alle legitim sein und die müssen auch anerkannt sein in der Demokratie, in der man lebt. So, das war mein Kommentar dazu. Ja, danke schön. Herr Mandl, bitte. Ja, ich möchte die Frage jetzt vielleicht nicht im Einzelnen, aber vielleicht im Verbund ein bisschen beantworten.
vielleicht am ehesten auch zur Digitalisierung und der Zeitthematik. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Gesellschaft von der Digitalisierung überrollt wird, ja? Weil man einfach mit billigen oder mit leistbaren Geräten einfach überrollt wird und wenn wir das Thema IoT haben, jeder möchte sich eine Heizungssteuerung kaufen und kann sich auch kaufen und das wird einfach implementiert und dann haben wir Milliarden, Billionen Geräte im Netz, die einfach dann unerkannt oder einfach jahrelang dann wahrscheinlich liegen bleiben. Also ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem und aus Firmensicht kann ich nur sagen, oder mein Zugang zu der ganzen Thematik ist, dass man eben diese Komplexität versucht rauszunehmen, jetzt mit neuen Technologien mit Bedacht schaut, okay, was kann man einsetzen, was soll man einsetzen, jetzt nicht Firewall, Intrusion Prevention, Detection, SIEM, alles Mögliche jetzt implementieren, dass man Schichten über Schichten hat, wie man es eh schon ein paar Mal gehört hat, dass man dann selber gar nicht mehr auskennt, sondern einfach versucht, es so einfach verständlich wie möglich zu halten, dort Technologien einzusetzen, wo es sinnvoll ist und wo es beherrschbar ist, aber alles Weitere dann so weit abzugrenzen. Aber wie gesagt, das ist halt eine reine Unternehmenssicht. Ich glaube, der große Brocken und im Rahmen dieses Podiums ist auch dieser gesellschaftliche dieser Ansatz, dass es die ganze Gesellschaft, die ganze Politik eigentlich in Angriff nehmen muss. Und ich möchte vielleicht auch zu dem Kommentar oder zu der Frage von vorher noch mein Abschlussstatement mehr oder weniger oder meinen Abschlusspunkt noch bringen. Ich glaube auch, dass es wesentlich ist, die Ausbildung entsprechend umzustellen. Ich meine, das ist jetzt eh nichts Neues, aber das hört man jetzt seit Jahrzehnten. Aber einfach diese ganzheitliche Sichtweise einfach reinbringen. Dass man einfach sagt, jeder schaut über den Tellerrand hinaus, jeder antizipiert gewisse Dinge, jeder hört nicht bei seiner eigenen Domäne auf zu denken, sondern denkt wirklich weiter. Der zweite wesentliche Punkt ist für mich die Aufklärung von der Gesellschaft bzw. die Information. Da fällt mir das ein, ja, vor 20, 30 Jahren war es für jeden normal, dass er Vorräte zu Hause gehabt hat, um vorbereitet zu sein und länger unabhängig sein zu können. Oder auch, wenn man die Jodtabletten so hernimmt, Krisenübungen, das war alles, die Gesellschaft war getrimmt darauf. Ja. Heutzutage Krisenübungen hört man am Rande, man gibt es immer wieder, gibt es laufend. Ich glaube, das müssen wir einfach viel mehr intensivieren und auch die Gesellschaft entsprechend aufklären. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Schmidt, bitte. Ja, zu den beiden Fragen. Vielleicht zur Frage 1, der Mensch als Unsicherheitsfaktor wird natürlich bleiben. Auf der anderen Seite kann man sagen, er kann natürlich auch zu einem Sicherheitsfaktor werden. Wenn man sich erinnert in den 80er Jahren war es als ein sowjetischer Oberstleutnant, so wird das jedenfalls glaubhaft berichtet, einen möglichen Atomkrieg durch, sagen wir mal, persönliches Eingreifen. Und das sich nicht verlassen auf eingeübte Prinzipien, sondern das sich verlassen auf den gesunden Menschenverstand, einen möglichen Atomkrieg verhindert hat. Aber trotz alledem, was Sie andeuten, die Welt wird unübersichtlicher, es gibt mehr Akteure, heterogenere Akteure, das heißt, es wird zunehmend schwieriger, gewissermaßen die Sache im Lot zu halten. Dass eine nukleare Aufrüstung automatisch zur Wahrnehmung auf Augenhöhe führt, halte ich für eine Illusion, natürlich zu einer anderen, veränderten Wahrnehmung. Aber man muss natürlich hier auch die weiteren möglichen technologischen Entwicklungen im Zuge diverser Revolutions in Military Affairs mitdenken. Also auch die Möglichkeit, dass ein vielleicht nur schwach ausgeprägtes Nuklearpotenzial, das man ja gemeinhin als RMA3 bezeichnet, durch vielleicht hochentwickelte Fähigkeiten im RMA4-Bereich neutralisiert werden könnte und damit die Situation umso unstabiler werden könnte. Und zur Frage der Zeit, das ist eine ganz tolle Frage. Meine Antwort darauf wäre Clausewitz, nämlich die Rückbesinnung oder die Wiederbesinnung auf, sagen wir mal, philosophische Schulung, um auch das Wesen einer Sache zu verstehen und damit in der Lage zu sein, gewissermaßen in der Fülle oder in der Flut von Informationen, die in der Regel ja zu 90% irrelevant sind, dann auch das Wichtige und Richtige erkennen zu können und damit dann auch sein eigenes Urteil entsprechend entwickeln zu können. Deshalb also vom Kriege, das wäre meine Antwort. Vielen Dank, Herr General. Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre Frage zu den Atomwaffen eingehen. Ohne das zu wiederholen, was ich vorher schon Herrn Meissner geantwortet habe.
Weil ich glaube, es gibt deutliche Analogien zwischen beiden Bereichen. Wir haben im Nuklearbereich über Jahre hinweg erfolgreich gesehen, dass man Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen, vertrauensbildende Maßnahmen einziehen konnte, die auch gewirkt haben. Dann gab es den Sündenfall 2014, nämlich Bruch des Budapester Memorandums durch Russland. Dass man die Ukraine hatte ja neben anderen Staaten ihre Nuklearwaffen abgegeben gegen Zusage der territorialen Integrität und entsprechende Sicherheitszusagen, unter anderem auch von der Russischen Föderation. Und dieses ist klar gebrochen worden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch eine gewisse Blaupause für Herrn Kim Jong-un in Nordkorea sein könnte, zu sagen, okay, wenn ich die Waffe habe, dann ist das eine Lebensversicherung für mich. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel dafür. Ich glaube, insgesamt, was wir besprochen haben, wenn ich das so zusammenfassen darf, es geht ja auch im Cyberinformationsraum natürlich darüber hinaus um Sicherheitsvorsorge, um gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge. Und das kann international nur funktionieren, wenn auch ein Mindestmaß an Multilateralität eingehalten wird. Das heißt, wenn auch Vertrauenswürdigkeit, wenn Zuverlässigkeit getroffener politischer Entscheidungen, getroffener Vereinbarungen auch Gültigkeit besitzt. Und da sehe ich momentan durchaus eine gewisse Erosion, auch in diesem Bereich. Und das sehe ich eigentlich die eigentliche Bedrohung. Dass man dann natürlich über die entsprechenden Bereiche, Domänen nochmal gesondert reden muss, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber politisch und militärstrategisch, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man bestimmte Konstanten braucht, bestimmte feste Marker auch braucht, an denen man sich ausrichten kann künftig. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr General. Ich erspare mir eine lange Zusammenfassung, aber eine kurze ist notwendig. Wir haben gehört, es gibt kein Einbremsen der Dynamik der Technologieentwicklung mit teilweise sehr oder weniger starker disruptiver Wirkung. Wie stark sie wirklich sein wird und wie rasch das gehen wird, lassen wir uns überraschen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das sehr, sehr rasch gehen kann. Was noch wichtiger ist für den Sicherheitsbereich und Verteidigungsbereich, es gibt keine Cyberwettervorhersage. Das heißt, wir wissen nicht, wann kommt der nächste Cybersturm und wie stark wird er. Daher Konsequenz für alle, ob Klein- oder Großstaat, soweit die Strategien noch nicht angepasst sind, ohne die Domäne Cyber und die Thematik Cyber eingebaut zu haben, ist die Strategie das Papier nicht wert, auf der sie geschrieben steht. Unter Berücksichtigung, dass im Cyberbereich die klassischen Beurteilungskriterien von Kraft, Zeit und Raum ganz andere Bedeutungen haben, als sie bisher gehabt haben. In diesem Zusammenhang müssen alle unsere Konzepte entsprechend angepasst werden. Ich darf also abschließend bedanken bei der Landesverteidigungsakademie, speziell beim Herrn Brigadier Beischl, dass seine Strategiekonferenz sich vermehrt um das Thema Cyber bemüht. Er sieht oder Sie sehen, wir haben etwas überzogen und haben so viele offene Enden noch an unserer Diskussion. Wir könnten also sicher noch Stunden weiter diskutieren. Und ich habe auch gesehen, etliche Fragen konnten wir jetzt nicht aufnehmen und nicht beantworten. Vielleicht kann man das bei der nächstjährigen Planung entsprechend berücksichtigen. Weiters darf ich mich bedanken bei den Sprechern am Podium für ihre Vorträge, für ihre Beiträge. Und bei Ihnen, beim Publikum, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre gezielten und sehr guten Fragen. Abschließend darf ich das Wort dann an meinen Moderator zurückgeben, an den Nao. Und wollte ich noch fragen, ist es möglich, dass man ein Foto mit dir macht, Nao? Also das Datenschutzgesetz. Also das Datenschutzgesetz gilt noch nicht für Roboter, sie können fotografieren. Ich darf mich persönlich bedanken und würde Nao bitten, jetzt das Podium zu beschließen. Bitte, Nao. Bis später, meine Herrschaften.
Die Damen hat er vergessen. Bis später, meine Damen und Herren. Dankeschön. Thank you.